Stadelheit, wir springen ab für Jung und Deut, wir sind sicher freut. Anno 1930, da war unser Land vereist, sticht der Mann bei Tag und Nacht, manches Unglück brach. Sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Du Bauer, soll jetzt das Kochen anfangen? Ja, ich fange nicht an. Blöde Frage. Wo ist denn der Bäder? Im Stall. Muss gleich kommen. Auch die Bäuerin werde ich kaum antragen müssen beim Essen, oder? Ja, was weiß denn ich, ob es bei dem Schnee durchkommt? Also, wenn es gescheit ist, probiert es erst gar nicht. Ach, wenn wenigstens der Wind aufhören tät. Der wart ja alles zu. Ja, wenn er nur gerade dich in die Küchen auswählen tät. Ich hab ja gesagt, dass ich das Kochen anfange. Ja, gesagt hast du es. Ja, dann tu es halt endlich auch. Na, reden werden wir doch wenigstens noch dürfen. Jetzt dürfen wir um 5 Uhr schon ein Licht machen. Ja, wird geil. Immer schöner. Ja, jetzt ist er. So, Bauer. Was ist? Schneien tut's. Und immer dinker. Also, das hätte ich jetzt gar nicht gemerkt, wenn du mir's nicht gesagt hättest. Der Winter bloß toller Weinarischer. Ja, losen, blosen. Ja, aber die Bäuerin. Na, was geht dich die Bäuerin an? Und was soll mit dir sein? Ich meine halt, ob ich nicht einen Schlitten anspannen soll und dir entgegenfahren. Meinst? Na, ich danke dir für deinen guten Willen. Vielleicht kommt's allein nicht mehr durch. Von Kirchdorf rauf ist weit. Und steil. Ja, und da soll es halt drunten bleiben. Drunten? Ja, warum nicht? Wir haben genügend Bekanntschaft in Kirchdorf. So eine Schinderei tue ich meine Risse nicht an. Deine Risse? Aha. Aber der Bäuerin schon. Jetzt schaust du aber, dass du rauskommst, gell? Nein, no, ich meine ja bloß. Jedenfalls, wenn Bäuerin meine Frau wäre, ich tat die Risse anspannen. Naus! Das Essen ist bald fertig. Ja, von bald kann ich nicht runterbeißen. Du Bäder, ah? Ich hab mir gedacht, ob du nicht vielleicht den Schlitten anspannen sollst. Naja, und schauen, ob du unterwegs auf die Bäuerin triffst. Nein, der Bäder spannt keinen Schlitten an. Warum nicht? Weil ein Bauern seine Risse lieber sind, als wie sein Weib. Jetzt schmier ich da dann einiger. Warum bist du denn gar so grantig? Nur weil ihr so frech seid. Ich hänge auf jeden Fall eine Laterne in den Birnbaum, damit die Bäuerin in der Nacht nicht gar am Haus vorbeistopft. Na, von mir aus hängst du selber im Birnbaum. Ja, da wäre viel Platz. Soll ich dir einen Ast reservieren? Ach, Rotschläf, jetzt schaust du aber da. Es geht schon auf 17:30. Die Bäuerin ist immer noch nicht zurück. Na ja, dabei hat's gesagt, um 4 Uhr willst du daheim sein. Das hat's leicht sagen können, wie der Sturm noch nicht gegangen ist. Also an so einen Schneesturm kann ich mich nicht erinnern, so weit ich denken kann. Gar so weit wirst du nicht denken können. Aber du? Ja, schon eher. Naja, aber durch so einen fliegerten Schnee ist natürlich wirklich kein Durchkommen. Aha, jetzt sagst du es selber, gell? Na ja, das ist ja auch ein Unterschied, ob sowas der Bauer sagt oder das Geschind. Nur immer recht freundlich. Oh, so eine Sau wieder. So, bist schon wieder herunter von deinem Birnbaum. Ja. Die Lampen sieht man weit. Das darfst du mir glauben. Ja, ich glaub's dir ja. Hm? Was gibt's denn zu essen? Ein Schmarrn und ein Tauch. Tauch.
So was gescheit's. Warum? Wie möchtest denn du sagen? Gläzen? Ausbirnen, Zwitschgen? Du brauchst bloß noch sagen, Dörrkompott. Dann ist der Stadtfrag fertig. Ich glaub's ja nicht, dass die Frau heute überhaupt noch kommt. Ja, Grutzi, Fünferl übereinander habt ihr denn hier von gar nichts anderem was zum Reden da, hä? Warum passt dir das Thema nicht, wenn man ein bisschen Anteil nimmt? Ja, für meine Frau nehme ich ja selber Anteil. Gar so viel scheint's nicht. Schmarrn. Der kommt gleich. Wer? Der Schmarrn? Du brauchst Rauchen gar nicht erst anfangen. Das Essen ist nämlich schon fertig. Ja. Jetzt kommen der Fischsticker raus und Griffi. Geh weiter, rühr dich halt ein bisschen. Ja. Wie lange braucht man denn vom Kirchdorf rauf? Knapp bist du. Aber nicht heut. Ich könnte später schon anfangen, der Schmarrn kommt gleich. Lange Vater, so das heigeste Sohn. Alle Augen warten auf dich, O Herr, und du gibst ihnen ihre Speise zu seiner Zeit. Du tust deine milde Hand auf und sättigest alles, was da lebet, mit Wohlgefallen. Amen. Mahlzeit. Mahlzeit. Du hast schon wieder einmal mein Löffi. Gib ihn her. Du, erstens hast du die Löffin aufgelegt und zweitens wäre es ja ein furchtbares Unglück, wenn du mal den meinigen erwischen darfst. Gibt's eine Ruhe? Der Mensch meint schon, ich bin giftig. Das muss alles seine Ordnung haben. Wenn du da von mir graus brauchst, das bloß sagen. Mein Gott, was habe ich denn jetzt schon wieder verbrochen? Weil's wahr ist. Ich glaub's ja nicht. Was? Dass Bayern durchkommt. Und bergauf geht's auch noch. Von Kirchdorf zu uns rauf. Himmel, Schimmel, ist denn das heute dein einziges Thema? Hoffentlich bleibt's in der Finsternis nicht im Schnee stecken. Ach, tut dir nicht weg! Jetzt hätte ich wohl was gesagt. Also blöd wär's auch da nicht sein, dass ich in den tiefsten Schnee reinrennt. Wenn man vorwärts geht, wird's halt umkehren. Bergab ist ja immer noch leichter. Oder meint's nicht, ihr Gescheiteln? Hoffentlich. Schmeckt dir mein Schmarrn nicht? Na, ihr vertreibt so einen Appetit schon. Ich weiß gar nicht, was du hast, Bar. Mir schmeckt der Schmarrn. Wenn's nach Kirchdorf zurückgeht, dann übernachts vielleicht beim Kramer. Wieso? Nix, ich mach'n bloß. Da bleibt's gewiss gern. Was soll denn das bedeuten? Da bleibt's gewiss gern. Wegen dem schönen Sprichwort, alte Liebe rostet nicht. Ach, blöds Quatsch. Also bitte, jetzt schneidst du aber ab. Das geht dich doch wirklich nichts an, was die zwei miteinander gehabt haben, bevor sie verheiratet waren. Grutze Türken, jetzt fangt ihr auch schon wieder an. Merkt's euch eins. Das geht euch zwei einen Dreck an, verstanden? Und gewesen ist da überhaupt nichts mit Grammer und der Bayerin. Vorher natürlich, habe ich gemeint. Vorher nicht und nachher erst recht nicht. Und nachher hat kein Mensch was gesagt. Darf ich den Herrn Geht vielleicht fragen, warum er sich dauernd in meine Ehesachen einmischt? Hey, der ist immer so. Mit dem Feingefühl ist bei dem nicht weit her. Ja. Sonst hätte er vorher nicht das Geschiss mit dem Löffel gemacht. Wer redet denn von einem Löffel? Ich habe bloß gemeint, weil die Leute sagen. Halt doch gerade einmal dein Maul. Was sagen die Leute? Das Aufgebot schon bestellt war. Krampf. Jetzt holst du aber endgültig deinen Schnabel. Komm, Peter, du die Fische drüber. Ich sag noch mal den Stein aus. Nicht glauben. Aber der Schneesturm wird immer schlimmer. Ja, da wird der Millifahrer morgen früh auch nicht durchkommen. Der kommt bestimmt nicht. Ja, dann lassen wir halt die Milch durchsausen und buttern. Ja,
Ja. Und morgen muss ich mir das rein, damit nichts verkommt. Ja. Tragst nur du dann aus in den Stall? Am liebsten darfst du das ja mir geben, bei deinem Grant heute. Was hab ich, ein Grant? Ja, wie eine trächtige Katze. Aber ich weiß schon, du vermisst bei mir das sogenannte Feingefühl. Weiß war es. Du hast mir heute das Kraut schon ausgeschüttet. Soll ich dir mal was sagen? Wenn's was Gescheites ist? Es war heute der beste Schmarrn, den ich mein ganzen Leben gegessen habe. Aha, mit Speck fangt man Mais, gell? Ja. Nicht, wenn der Bauer zurückkommt. Au, jetzt hast du mich gebissen. Ah, das tut mir aber leid. Wir lassen sein. Da, blutig. Um Gottes Willen, hier hängt das ganze Goscherl runter. Hoffentlich verblutzt man nicht. Mirl, heute Nacht komme ich zu dir. Ah, das darf dir so passen, gell? Ja, da könntest du dann aber erleben, ob ich nicht doch ein bisschen ein Feingefühl habe. Ein Mist hast du auch nicht rausgefahren. So was Sixpaar, gell? Aber dass kein Mensch zum Misthaufen hinfahren kann, weil lauter Schnee bin, das siehst du nicht. Vielleicht geht's morgen. Und was ist mit der Milch? Die holt doch auch keiner. Das hab ich mit der Milch schon ausgemacht. Die lassen wir durch Zentrifug. Ja, dann darf ich an deiner Stelle gleich mal damit anfangen. Oder stehst du lieber um Mitternacht auf, zum Zentrifugieren? Nein, um Mitternacht wäre ich lieber was anderes. Helft mir dann beim Zentrifugieren? Ja, ja, ich komm gleich. Peter? Ja? Da, fang! Oh, mitten ins Gesicht! Du kannst doch noch nicht satt sein, Bauer. Ja, mir schmeckt halt, wirst du nicht. Weil die Frau nicht heimkommt, geht dir was ab? Was meinst du da damit? Soll ich dir vielleicht eine Wärmflasche machen? Zu was brauch ich denn eine Wärmflasche? Die Frau wird ja heute doch nicht mehr kommen. Ja, was hat jetzt das eine mit dem anderen zu tun? Ja, sonst kannst du halt zu deiner Frau einschlürfen, wenn es dich friert. Aber heute? Ach, sie, Schagan. Ja, wie wär's denn nachher, wenn du heute Nacht meine Wärmflaschen machst jetzt? Aha, das gefeiert er, gell? Ja. Wir sind alle gleich sein können. Kaum ist die Katze aus dem Haus, springen die Mais über den Tisch. Ich bin keine Maus. Mein Mann spielt. Ja, morgen kommt die Frau wieder zurück. Dann wärst du zu deinem Sach kommen, gell? Moin, moin. Heute sind wir da lange. Geh weiter. Sitzt ein bisschen her zu mir. Auf der Ofenbank. Halt, halt, Papa. Ich höre ja Schlitten gleich. Letztes Mal, ich brauch doch keine Wärmflaschen mehr. Wer könnte das sein? Hey Bayerin, wer denn sonst? Mein Mari hat doch keinen Schlitten. Na, sehen tue ich gar nicht. Bayerin, Kind! Ich hab's durchs Küchenfenster gesehen. Geh, okay, wer kam's denn auf einmal zum Schlitten? Nein, hat sich halt ein anderer gefunden, der wegen deinem Weib seine Rüste nicht schon. Du, ich helf ausspannen. Du Bauer, möchtest dich jetzt mit mir noch auf die Ofenbank setzen? Blödsinn. Aha, jetzt ist die Katze wieder im Haus, gell? Nee, ich glaub's einfach nicht. Ja, wie käme denn mein Weib zu einem fremden Schlitten? Das werden wir gleich hören. Ja, grüß Gott beieinander. Ja, du bist es, Loni. Ja, die Kramerin. Ja, gib mir nur gleich dein Kleidchen weiter. Jetzt haut's mir um mich, so viel Schnee hat. Ja. Sag einmal, wo kommst denn du her, Loni, bei dem Sauwetter? Bei meiner Schwester war in Thunsberg. Mein Mann, der Anderl, der hat ja gleich gesagt, fahr ein anderes Mal. Ich schaff nach Schnee her. Aber meine Schwester hat ja bloß am Samstagnachmittag Zeit. Ja, wer hätte denn auch damit gerechnet, dass so ein Schneesturm aufkommt? Ja, Claudela, schau, da habe ich jetzt ein paar Hausschuhe für dich. Ach, zieh nur gleich deine Stiefel hinaus. Das ist nett, danke schön. Du bleibst natürlich bei uns über Nacht, Loni. Jetzt schauen wir mal. Vielleicht lässt das Schneetreiben doch noch nach. Na, ganz ausgeschlossen, dass du heute noch weiterfährst. Schön. Wo ist denn deine Frau? Die Mari. Die ist in der Kreisstadt runter. Was? Zu uns? Ja, könnte schon sein. Ja, zum Einkaufen halt. Und da ist jetzt noch nicht zurück? Ja, sie ist halt genauso vom Schneesturm überrascht worden wie du. Ach so, ja natürlich. Ja, aber wo meinst du, dass sie über Nacht bleibt, wenn sie nicht mehr weiterkommt? Keine Ahnung. Am ehesten nur bei euch. Bei meinem anderen meinst du? Was? Ich glaube, es ist doch gescheiter, wenn ich weiterfahre. Aber das kommt überhaupt nicht in Frage. In das Wetter lasse ich die nicht raus. Klammerin?
Magst du was zum Essen oder soll ich dir einen Kaffee machen? Nein, ich brauch nichts. Du darfst es ruhig sagen. Eine saure Milch wäre auch noch da. Dann schon lieber eine Tasse Kaffee. Ja, ist recht. Da mir einen solchen Schneesturm braucht, dass wir uns einmal wiedersehen, Luni. Ja, mei. Auf einem Einödhof macht man halt so schnell keinen Besuch. Eher schon beim Kramer in der Stadt. Ja. Ja. So, Kramerin, dein Pferd habe ich dir versorgt. Dankeschön. Auf der rechten Hinterhand lang dabei. Jetzt hast du das auch noch. Ja, was weißt denn da, das auch noch? Siehst du, Luni, das Schicksal will, dass du beim Straßhofer übernachtest. Hm. Ja, wenn man lahmen Gaul und einen Schneesturm als Schicksal betrachtet, dann kennt's stimmen. Na, hör nicht auf den, der ist heute schon den ganzen Tag so frech. Ich bin nicht frech. Ich denk nur scharf nach. Über was? Wo wir heute schlafen? Da muss man doch drüber nachdenken, nicht? Ja, du nicht. Einen genauen Plan braucht man. Wer wo schlafen? Na, die Einteilung mach schon ich, gell? So. Auf die Einteilung bin ich neugierig. Ja, das kann ich mir denken, aber das geht dich einen Schmarrn an. Heute kommen wir von den Schmarrn nicht mehr runter. Also, als Kavalier fragt man natürlich zuerst die Dame, wo sie am liebsten schlafen möchte. Die Dame darf am liebsten heimfahren. Ach, Loni, das wäre doch bei dem Wetter der reine Selbstmord. Nein, nein, du bleibst bei uns und schlafst in unserer Kammer. Was? In der Kammer von dir und deiner Frau? Freilich. Frau braucht mir eine Frau, die ist ja nicht da. Vielleicht gar in der Marienbett? Ja, warum nicht? Ja, das ist das beste Zimmer im Haus. Ja, reine Bäder bitten bei der Herrschaft. Bei mir als Knecht findest du bloß einen Strohsack. Du redst nicht nur blöd, du schaukst auch blöd. Schau ich blöd? Ja, und wir? Das muss ich ganz in Gedanken machen. Also bevor sie euch jetzt in die Haare kriegt, wer von euch blöder schaut, sag einmal, Bartl, glaubst du im Ernst, die legt mich zu dir in die Kammer? Der schon. Was ist ein Saukopf? Jetzt schau, dass du in die Küche rauskommst zu deiner Mühle und drehst durch. Hätte ich vielleicht doch keine Lampen aussingen sehen. Bartl, das war doch jetzt nicht dein Ernst, das mit dem Schlafen bei dir. Ja, ich schlafe natürlich ganz woanders. Ich wollte nur unsere beste Ligastadt anbieten. Dein Knechtmanni hat es aber anders verstanden. Ja? Oh, nee, so sind's halt die Dienstboten. Früher hätten wir's rausgeschmissen. Wo darfst dann du schlafen? Heute Nacht. Ja, da wird sich schon was finden. Außer natürlich, du bestehst darauf, dass ich bei dir schlafe. Da könnt ihr natürlich nicht Nein sagen. Du bist doch immer noch der gleiche Spaßvogel wie damals, mein lieber Bartl. Mein lieber Bartl. Ja, das habe ich lang nicht mehr gehört. Bist das ja auch schon lang nicht mehr. Wie lang ist jetzt das her? Was? Dass du öfter zu mir, mein lieber Bartl, gesagt hast. Auf jeden Fall sehr lang. Ja, lang, lang ist her, lang ist her. Ja, sing nur du. Ach, auf jeden Fall ist es wunderschön, dass du endlich mal wieder bei mir bist. So, Adela, schau, da habe ich jetzt deinen Kaffee. Ein Schmalznudel habe ich auch noch gefunden. Dankeschön, du bist auf dem Tisch. Ah, dreht der Peter endlich die Mille durch? Ja. Zu Bauer? Weißt du, was der zu mir gesagt hat? Ja, das kann ich mir denken. Dem sind ja zuerst die Augen rausgefallen, wie er das aufgeschnappt hat. Was? Dass die Kramerin in meiner Kammer schlaft. Ja, genau das hat er gesagt. Stimmt das vielleicht? Na, das ist nur die Hälfte von der Sensationsnachricht. Ja, die Kramerin schlaft in unserer Kammer und ich schlaf natürlich woanders. Ach so. Na, dann schlafst nicht du in meiner Kammer. Das sind Angebote, Bartl. Aber okay, ich schlaf natürlich dann woanders. Ja, aber so viel Zimmer haben wir auch nicht. Wo meinst du denn dann? Ja, in der Küche am Kanapee. Okay, deshalb brauchen wir doch nicht alle umziehen. Da schlaf halt ich in der Küche. Die Kramerin schlaft in unserer Kammer und du, Mirl, du schlafst, was du immer schlafst. Also ich weiß nicht, Bauer. Wenn die Bäuerin erfährt, dass du in der Küche geschlafen hast, wo Quartier nicht drin ist, und die Kramerin gleich nebenan in eurer Kammer, ich weiß nicht, ob ihr das recht ist. Ach, Herrschaft Sepp, wie sollte der Peter doch recht haben, dass wir da einen extrigen Plan dazu brauchen. Also gut, die Kramerin schlaft in unserer Kammer, ich schlaf in der deinigen und du schlafst in der Küche. Passt so, dem gnädigen Fräulein? Besser schon. Ah. Du Bauer, bei mir sind alle zwei Betten überzogen. Schlafst du in dem linken, gell? Das ist nur unbedingt. Ja. Na dann, gute Nacht, Bauer. Gute Nacht.
ist doch die Höhe, um was sich die alles kümmern werden. Wenn du das du gefallen lässt? Wünsch auch allerseits eine schöne gute Nacht. Ja, der Teufel, wie soll ich die holen heute noch? Herzlichen Dank. Tu dich nicht ärgern, Bartel. Deine Leute schauen heute drauf, dass die Moral in deinem Haus keinen Schaden nimmt. Gott, Moral, Moral. Da versteht auch jeder was anderes drunter. Und was verstehst du darunter? Ich brauch keine solche Moral. Ich glaube immer, so redst auch bloß, weil deine Frau nicht daheim ist. Ja, du, das ist ja überhaupt das Schönste an dem heutigen Tag. Loni, lass mich heute Nacht rein zu dir. Bartel, das ist doch nicht dein Ernst. Ja doch, gespannt doch niemand. Also du bist doch immer noch der Gleiche. Kannst immer noch nichts erwarten. So eine Gelegenheit kommt so schnell nimmer. Jede Nacht kann die bei dir liegen. Wenn du nicht damals... Geh damals, damals. Ja, damals. Ich hab die gern gehabt. Oh, ich hab die heut noch gern. Ach, Loni. Wenn ich die so anschau, so jung und frisch und dabei an mein Aldi denk. Bartel, du hast die geheiratet. Und dass um gut 12 Jahre älter war wie du, das hast du damals auch gewusst. Ja, aber du hast deinen Anderl geheiratet. Ja, von dem rede ich aber nicht so. Hey, reden hin, reden her. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht an dich denk. Geh, über 12 Jahre kein Tag, das glaubst du selber nicht. Ja, ich schwör's dir. Jetzt sitzt das Schwören auch nichts mehr. Damals, da war's gegangen. Damals? Wir denn? Der Hof verschuldet. 4 Geschwister habe ich auszahlen müssen. Der Termin fürs Zertrümmern war auch schon angesetzt. Und dann ist auch noch mein Vater gestorben. Meine letzten 50 Mark sind für einen Leichenschmaus draufgegangen. Ich kenne die Geschichte. Und da hätte ich die nehmen sollen. Da wären wir noch alle zwei runtergeschwommen und ich hätte dich mitgezogen. Meinst nicht, dass wir es überlebt hätten? Überlebt schon. Aber wie stünden wir heute da? Ja, natürlich schlechter wie du jetzt, wo du die Mari mit dem vollen Geld genommen hast und mich hast sitzen lassen. Ja, ich habe ja gedient und studiert, aber mir ist nichts anderes eingefallen. Nichts Besseres, meinst du? Und jetzt hast du gar nichts mehr für mich übrig. Weißt du, Bartel, seit damals versuche ich mir immer einzureden, du hast ihn nicht gern. Du hast ihn nicht gern, du hast ihn nicht gern. Ich blätzel, oder ich kann mir das einfach nicht ausreden. Du, nee. Ich weiß zwar nicht, was an dir dran ist. 15 Jahre bist älter wie ich. Held bist auch keiner. Eher schon ein bisschen feig. Aber ich hab dich immer noch gern. Und Loni, hast du deinen Mann gern? So wie du dein Mari? Ja, aber geheiratet hast du ihn auch, oder? Ach, Bartel, du weißt doch, 8 Kinder waren wir im Gemeindehaus und nichts zum Nagen und nichts zum Beißen. Der Kramer hat uns halt immer unterstützt und am Ende habe ich ihn dann geheiratet. Viel Auswahl habe ich ja nicht gehabt. Am Land geht es doch immer nach dem Heiratsgut. Und den ich mein hätte, den habe ich ja nicht gekriegt. Und den du gekriegt hast, den magst du? Nein, das darf ich nicht sagen, Bartel. Mir geht's recht gut beim anderen. Ja, besonders viel Spaß wirst du ja nicht haben daheim. Na, er ist doch immerhin seine 25 Jahre älter wie du. Spaß. Ich weiß nicht, ob im Leben der Spaß immer so wichtig ist. Jetzt kommt die Bayerin! Was? Um Gottes Willen. Was ist mit der Bayerin? Jetzt kommt die Bayerin bestimmt nicht mehr. Wollte ich sagen, bei dem Schnee treiben. Peter, jetzt sag ich dir was. Du gehst jetzt in deine Schlafkammer in Roststall. Und wenn ich dich heute noch ein einziges Mal da herin sehe, du, dann schmeiße dir einen Steher Holz noch. Jetzt heiraten wir uns. Dankeschön für den frommen Gute-Nacht-Wunsch. Loni, könnten wir zwar nicht noch einmal von vorne anfangen? Mein Bartel, wo wir ans Anfangen gedacht haben, da waren wir 12 Jahre jünger. Ja, wir könnten immer noch Kinder kriegen. Nein, Bartel.
Jetzt ist spät. Ach, wir packen alles zusammen. Du, so 2.000-3.000 Mark habe ich auf der Seite. 2.000-3.000 Mark, das reicht doch nicht ewig. Und wo wollten wir zwar die schon hin? Ja, auf jeden Fall weg von da. Ganz gleich wohin, wenn nur du mitgehst. Na, von mir aus nach Amerika. Geh, Bartl, Amerika. Da gibt es ja noch mehr Arbeitslose wie bei uns, Millionen. Und was haben wir zwar schon gelernt? Ja, ich kann immer noch arbeiten und richtig hinlangen, wenn es sein muss. Muss denn sein? Muss nicht sein, Loni. Weißt du was? Jetzt schlafen wir mal drüber. Und morgen, da reden wir dann weiter. Über uns zwei. Über uns zwei? Gute Nacht, Bartl. Gute Nacht, Loni. Loni. Ja? Lass mich heute noch drin zu dir. Oh, mein Bartl. Du Bittchen! Dass aber keiner was merkt. Marant Josef, was tust du da? Ja, Kornmann nicht. Bei Pfeifenstupfen. Ich hab gemeint, du bist in meiner Kammer. Ja, und ich hab gemeint, du schlafst schon in der Küche. Ja, mein Bettzeug hab ich mir noch geholt. Von wo? Aus meiner Kammer. Ah, jetzt kommst du aus deiner Kammer. Und da hast du nicht gesehen, ob ich schon dran bin oder nicht. Tatsächlich. Jetzt sowas. Also manchmal ist man schon wirklich ein bisschen... Deppert, ja. Das bist du aber auch. Aber jetzt hast du ja dein Bettzeug und jetzt gehen wir. Husch, husch! Schlaft die Kramerin schon? Das weiß doch ich nicht. Nee? Ja, dann geh jetzt schlafen, gell? Gute Nacht. Dann geh ich halt jetzt. Auf jetzt, bitte. Wenn ich nur wüsste, soll ich oder soll ich nicht? Ich an deiner Stelle darf nicht gehen. Sag einmal, was zum Teufel tust du noch da herum in der Sturm? Mein Pfeifer habe ich gesucht. Also jetzt muss ein Scheitel her. Nein, das saugt sich lieber von selber. Krass. Hast du schon geschlafen? Ja, kling bin ich schon, aber du nicht. Nein, nicht. Ich brauche nur noch mein Pfeif. Dann geh ich auch. Wohin? In deine Kammer natürlich. Natürlich. Ja, dann sag ich halt nur einmal. Gute Nacht. Ja, auch schon früh. Oh. Ich bin's, der Bäcker. Thank you.
Hier wies ein Vogel, der wär noch mein Sinn. Und die Loni ist der Käfig, da flutsche die hin. Die Lieb ist a Blume, im Herbst ist dahin. Herr, verzeih mir, dass ich noch im Winter drin bin. Die Lieb ist a Geschicht, und die geht gar nie aus. Und wer die Bräu verzeiht und ist überall zu Haus. Die Lieb ist a Spui, da kannst gewinnen gar viel. Und noch mehr verlieren kannst, dein Lebtag lang spüren. Die Liebe ist eine Uhr, wer's nicht kennt, muss drum fragen. Und wer's kennt, weiß, ob nicht mehr, wo ist just der Wind geschlagen. Du scheinst gar nicht von mir genug reden, gell, Werl? Du Schuft, du. Na, ich bin ein Schuft. Und du wolltest mir... Was wollte ich? Ja, wolltest mir du ein Puzzle geben mit deinem Fuß, he? Nein, ein Spitz wollte ich dir geben. Hast du aber nicht getroffen. Weißt du was, ich gebe dir mal ein bisschen ein Fußballtraining. Von dir brauche ich kein Training. Stimmt, aber ein Spitz von dir müsste ja das höchste der Gefühle sein. Nicht so laut. Vielleicht schlaft was noch. Wer? Na, da der die Frage. Ach so. Ja, diese Frage ist noch nicht beantwortet. Dann wollte ich ja hineinlurren, aber man sieht nichts, rein gar nichts. Na, man sieht wirklich nichts. Du, die haben was drüber gehängt. Wo drüber? Na, über Türklinken oder über den Schlüssel. Wer sind die? Hä? Na, du hast doch gesagt, die haben was drüber gehängt. Wer meinst denn mit die? Gebäder, bis du was merkst. Jesus, Mühl, du glaubst doch nicht. Psst, leiser. Du glaubst doch nicht, dass der Bauer da drin ist, bei der Kramerin. Bei wem denn sonst? Ja, da legst du nicht und stehst nicht mehr auf. Warum glaubst du denn, dass der Bauer gestern zuerst unbedingt da herunterschlafen will? Und nicht in meiner Kammer? Ja, was der wollen hat, kann ich mir schon denken. Wenn ich mir die Kramerin anschaue, verstehe ich das durchaus. Aha, die gefällt dir, gell? Gefallen oder nicht? Hingegangen bin ich heute Nacht woanders. Oder vielleicht nicht? Schon. Aber von euch Lumpen ist ja keinem ganz zum Trauen. Das schickst du ja am Bauern. Erstens einmal ist mir das wurscht, ob der Bauer was hat mit der Kramerin. Zweitens haben wir nur einen gewissen Verdacht, aber durchaus keinen Beweis. Und drittens? Drittens ist mir viel wichtiger, dass du mich magst. Manchmal sagst du sogar was Gescheites. Magst du mich noch? Geh. Hätte ich dich sonst gestern in der Küche bleiben lassen? Natürlich nicht. Also, wenn du was meinst, ist gleich wieder aus. Kein Bier. Das musst du doch spüren. Bei dir bleibe. Ja, sowas ist leicht gesagt. Nein, ehrlich. Bei dir bleibe. Und heute auf die Nacht komme ich wieder. Heute auf die Nacht? Da ist Bayerin wieder da. Und da schlafst du schön brav in deiner Kammer beim Roststall. Ja. Abwarten und Tee trinken. Du schlafst da heute auch wieder in deiner Kammer. Jetzt ist meine Kammer. Was hast du denn auf einmal? Ich brauche bloß Nachschlag in meine Kammer. Zu was? Ob er drin ist. Wer? Gebäderl. Ist dir denn dein Hirn jetzt ganz eingefroren? Der Bauer natürlich. Ich hab gemeint, der ist da drin. Jetzt denk einmal nach, Peterl. Du hast doch gerade selber gesagt, dass wir einen gewissen Verdacht, aber durchaus keinen Beweis haben. Ja, das Letzte, was wir vom Bauern wissen, ist, dass er auf der Ofenbank gesessen ist. Ja, und geschnarcht hat. Ja,
und später kann er genauso gut in Maikammern aufgegangen sein wie da rein. Also, als Mann darf ich sagen, da rein. Der hat einen stärker gezogen haben, als wie in dein leeres Zimmer. Na, vielleicht ist er gar nicht so schlecht wie du. Wie du denkst. Also, meine Erfahrung ist, die Männer sind wie Streichhölzer. Wie ein Feuerfänger verlieren sie den Kopf. Hast du den deinigen auch verloren? Ja, aber gern. Ja, jetzt hast du halt doch aus Versehen einmal meinen Löffel erwischt. Jetzt wärst du dann gleich Stern. Nicht aus Versehen. Absichtlich habe ich deinen Löffel genommen. Bloß damit du siehst, dass man nicht krass vor dir. Wirklich, Peter? Ja. Guten Morgen. Wir brauchen dich nicht genieren. Guten Morgen. Guten Morgen, Kramerin. Hast du gut geschlafen? Ah, eigentlich nicht so recht. Was möchtest du denn zum Frühstücken haben? Was es halt so gibt bei euch. Aber zuerst darf ich mir gern waschen. Wo geht denn das? Ja, geh nur gleich mit mir in die Küche, ich zeig das schon. Ich riech dann gleich zum Buttern her, ne? Ja, ruf mir nur. Ich helf dir dann schon. Was denn du da drin? Ich? Ja, wer denn sonst? Oder war außer dir noch wer drin? In der Schlafkammer. Ich glaub nicht. Ja, klar, du hast nichts wissen. Und du weißt genau, dass kein Mensch und kein Viech da drin war gerade, außer dir. Ja, Viech habe ich auch keins gesucht. Ja, das braucht's ja nicht, weil du selber ein Rindviech bist. Also, was hast du gesucht da drin? Ja, es ist ja wohl nicht üblich, dass der Knecht in der Herrschaft ihrer Schlafkammer rumschnuffelt. Nein, nein, ich wollte bloß was schauen. Was? Ob's da. Obst. Obst! Du weißt doch ganz genau, dass die Winteräpfel und die Gläser am Dachboden drum sind. Nein, ganz was anderes. Ich meine Obst. Also, wenn du jetzt nicht mit dem Obst aufhörst, dann schmiere da eine. Aber nein, schauen wollte, ob du da drin bist. Ach, hinter mir her spionieren, das mag ich. Aber ich war nicht drin, oder? Nein, jetzt nicht. Du Bläder, Hund, du Bläder! Wirst du schon achten. Ja, Schafzeppi, warum habt ihr mich nicht geweckt? Ja, was hättest du denn bei denen wieder versammt? Und dann am Sonntag auch noch. Ja, und überhaupt, wir hätten ja gar nicht gewusst, wo wir klopfen sollten. Also in dein Hirnkastel. In dein schwarzen Hirn habt ihr wohl einen Semischmarrn eingeschüttet, ne? Und das Umrühren vergessen. Konzentriert, ihr wisst doch ganz genau, dass ich in der Mirl ihrer Kammer geschlafen hab. Also ganz genau wisst man das nicht. Aber sein könnt's. Was heißt das, sein könnt's? Ich bin da gerade die Treppen runtergekommen, oder? Ja, das schon, aber da könntest du erst vor einer Stunde oder vor einer halben Stunde. Oder vor einer Viertelstunde. Was könnte ich da? Über die Treppen aufgegangen sein. Und das heißt für dich, dass ich die ganze Nacht herunten war? Vielleicht. Ja, das heißt mir nichts wissen, du blöder Herrin. Ja, übrigens, dürft ihr zwei ganz stark sein, gell? Ja, wir zwei. Die Mirl und du? Ja, meinst du, ich bin so damisch und hab nicht gemerkt, dass du die ganze Nacht bei ihr in der Küche warst? Ah, da schau her. Kannst du schnarchen und schauen zugleich. Die hab nicht die ganze Nacht geschnarcht. Und in die Küche aus ist bekanntlich keine Tür. Und zwar so depper, die Liebsleute sind in ihrer Seligkeit viel weiter zu hören, als einer der, wo schnarcht. Sagst du, wenn du nicht die ganze Nacht geschnarcht hast, dann hast du auch nicht die ganze Nacht geschlafen. Na, auf der Ofenbank doch wie's nicht. Ja, dann könntest du deinen Sitzplatz später auch ein bisschen verändert haben. Ja, könnte ich. Ja. Du hast ja sogar deinen Liegeplatz verändert. Aufs Küchenkanapee. Der Unterschied ist nur, dass das bei euch eindeutig und bewiesen ist. Nein, da ist schon ein ganz ein anderer Unterschied. Okay, was denn für einer? Das hängt mit der Nummerierung von den 10 Gebote zusammen. Ach, spiel doch nicht. Nein, absolut nicht. Also bei der Mirl und mir wäre es gegen das 6. Gebot. Und bei dir und der Kramerin gegen das 9. Du Bürsche, von dir lasse ich mir noch lange nicht anhängen, dass ich meines nächsten Weib begehre. Oder soll ich dir vielleicht gar beichten? Nein, gewiss nicht. Das steht mir nicht zu. Also Peter, jetzt pass einmal auf. Über die Geschichte hältst du dein Maul.
Und ich halt mein Maul, ist das klar? Sonnenklar. Erledigt. Was hast du gearbeitet bis jetzt? Steu habe ich gemacht und Schnee gerannt. Muss aber noch mal raus. Übrigens ist heute Sonntag. Ja, das sagst du mir jetzt schon zum zweiten Mal. Möchtest du in die Kirche gehen? Nein, bei dem Schnee lieber nicht. Der Millifahrer ist wohl auch nicht gekommen. Nein. Ja, warum werden auch nicht buttert? Ja, die Mühl riecht das Fasel schon her. Ich muss bloß noch warten, bis die Kramerin aus der Küche rauskommt. Die Kramerin? Ja, die wascht sie gerade. Ach so. Ja, du, und die Magermühle, die gibst du sei. Nein, sei, was auf ist. Also, der kann's nochmal nicht lassen. Guten Morgen, Bauer. Du, was schaust denn wieder abgestochenes Kalbe? Ich hab noch kein abgestochenes Kalbe schauen sehen. Du weißt schon, was ich mein. Ach, ich hab bloß geschaut, warum die Tür auf ist. Ja, weil ich's aufgemacht hab. Jetzt weißt du's. Ich mein, du schlafst in meiner Kammer. Ja, das hab ich ja. Ah, und du kommst jetzt von da raus? Ja, weil ich jetzt gerade von da rauskomme, bedeutet das noch lange, dass ich auch da drin geschlafen hab. Schaut aber schon so aus. Ja, große Türken, jetzt hab ich die blöde Geschichte gerade mit Peter diskutiert und jetzt fangst du auch noch an. Ja, mei, ist sicher halt, was es ist. Vor 10 Minuten ist die Kramerin rausgekommen und jetzt kommst du raus. Ja, weil ich vor einer halben Minute reingegangen bin. Da, auch nein. Und? Da ist in meinem Bett vielleicht wer drin gelegen? Bloß in der Bayerin, den Jährigen hat wer geschlafen. Das ist doch ein Kind. Jetzt schon. Ach, du meinst, wir hätten wegen euch die eine Ligastadt schnell aufbett? Na, das nee. Da könnte man schon was anderes anmahnen. Was denn? Ja, dass du zum Beispiel mit der Kramerin in einem Bett. Du, jetzt schlag's 13. Wenn's dein Mannsbild wär's, dann hätte ich da aber nicht schmieren. Nun, no, no. Ja, muss ich mir den in meinem Haus alles gefallen lassen. Nein, das nicht, aber schau, ich hab halt nur nachgedacht, was ich sag, wenn mich die Bayerin fragt, wie das heute Nacht alles war. Ja, die Bayerin fragt solche Sachen nicht dich, die fragt schon mich. Und du halt's gefälligst deinen Schnabel. Ah, dann darf ich also nicht sagen, was ich gesehen hab. Doch, aber nicht, was du dir in deinem Hirnkastel da einbrüllst. So, und jetzt gehst du einmal in deine Kammer auf und schaust, ob in dein Bett wer drin gegangen ist oder nicht. Das wäre auch kein Beweis. Wieso? Weil man seinen Bett nicht ansieht, ob wirklich jemand drin gegangen ist oder ob es bloß so hergerichtet worden ist, dass er so ausschaut, als wäre einer drin gegangen. Was jetzt wieder narrisch! Ach, ich streit mich da nicht lang umeinander. Wer ist denn überhaupt der Herr im Haus? Du? Also. Aber nur solange die Bayerin nicht da ist. Und jetzt meinst du, weil es nicht da ist, bin ich dir Rechenschaft schuldig? Na, mir nicht. Ja, aber ich lieg halt nicht gern, wenn mich die Bayerin fragt. Jetzt pass einmal auf, Mirl. Wenn du der Bayerin Geschichten erzählst, dann weiß ich vielleicht auch eine, die da dazu passt. Von dir und von Peter. Hä? Ja, von Peter und seinem nächtlichen Besuch bei die Küchenhaferl. Was, das weißt du? Du sagst, gell? Ja, ich weiß schon, dass das nicht recht war. Aber bei dir ist es 10-mal schlimmer. Ein verheirateter Mann darf sowas überhaupt nicht machen. Oder er muss es so machen, dass nicht jede blinde Hähne merkt. Wie lange stehst denn du schon dahinter? Ist doch wurscht. Wir haben ja keine Geheimnisse voreinander. Was? Wir zwei, meine ich natürlich. Guten Morgen, Papa. Guten Morgen, Loni. Ja, dann gehen wir zum Buttern. Immer. Immer. Meinen hat das Schneetreiben fast aufgehört, hm? Ja, und der Wind geht auch nicht mehr so arg. Wäre ich halt doch nach dem Café gleich heimfahren. Na, bis Mittag bleibst du auf jeden Fall. Na, da steht die Sonne höher. Und das Wetter ist ein paar Stunden sicherer. Du, sag einmal, da kommen zwei aufs Haus zu. Wie ist das? Ich glaube gar, das ist mein Mari. Auf jeden Fall ist der daneben, mein Anderl. Der Mann? Der Pfeil grad. Um Gottes Willen, was tue ich denn jetzt? Deshalb werde ich die Welt nicht gleich einstürzen, aber auf dich vorbereiten muss ich dich zwar ein bisschen. Geh geschwind in meine Kammer. Ah, grüß dich, Spaßhofer. Ja, grüß dich, Rammer. Geh, da schaust. Ja.
Unbedingt schaust du mal wieder auf zum Straßhofer. War ja schon lang nicht mehr bei euch. Ja. Grüß dich, Vater. Grüß dich, Mari. Ja. Oh, Mandel, zieh doch deinen Mantel aus. Ja, gut. So, der La. Ja. Jetzt. Ich trock die Sachen gleich ja. Kichen aus. Da trocknen schneller, gell? Danke schön, danke schön. So. Deshalb bist du gekommen, weil du schon lange nicht mehr bei mir warst. Na ja, hauptsächlich auch deswegen, weil ich bei Mari nicht gut allein hab gehen lassen können, nicht? Ja, natürlich, nicht gut. So eine Sau wieder. Wer hätte sich gedacht, dass wir noch mal so viel Schnee kriegen? Wir haben ganz schön stapfen müssen. Allerdings auf der Hauptstraße ist der Schneepflug schon gegangen. So, so. Ja. Ja, ist erlaubt, dass man sich niedersetzt. Hä? Ja, natürlich, selbstverständlich. Entschuldigst schon. Na, Straßhofer, wie geht's? Wie steht's allebei? Oh, geht schon. Weißt du, im Winter ist die Arbeit für einen Bauern nicht so wild. Und Holz haben wir nicht viel. Ich weiß, ich weiß. Eigentlich habe ich es ja mehr gesundheitlich gemeint. Ich meine, du hast schon mal besser ausgeschaut. Ich? Okay. Oder hast du bloß schlecht geschlafen heute Nacht? Nein, ja, ganz gut. Halt aus. Nein, das könnte schon sein, gell, bei dem Schneesturm. Ja, und Frauen in dem Haus, da passt du am Hintern vor nichts als alter Ehegrüppel. Ja, ja. Da kommt aber gar kein Lacher aus, Bartl. Ich sieg schon, du hast heute keinen guten Tag. Na, Bartl, hast Angst gehabt um mich, gell? Ja. Na ja, jetzt bin ich ja wieder da. Ja. Was, warum bist du denn so mundfaul? Bringst nichts anderes raus als wir, ja. Ich? Ja. Der gefällt mir halt gar nicht, Mari. Der Bartl? Ja. Der redet mir halt ein bisschen zu wenig. Den habe ich gesprächig in Erinnerung. Ja, dafür redst du mehr, Herr Krammer. Sei doch nicht gleich beleidigt. Hab's ja nicht so kritisch gemeint. Du, Bayern, sollt ich kochen oder kochst jetzt du? Nein, koch nur du, Mehl. Wirst du schon angefangen haben, ne? Was gibt's denn bei euch kurz? Ein Schweinsbraten und Knödel. Oh, schon, du, dass ich nicht da bleiben kann. Ja, nix da, nein, du bleibst bei uns zum Essen. Also, geh zu, das ist ja selbstverständlich. Mari, sonst gern, aber heute muss ich weiter. Hab das ja verzeiht. Mein Weib ist zu ihrer Schwester nach Thurnsberg und immer noch nicht zurück. Jetzt gehe ich heute halt entgegen, sind ja schon ein paar Schlitten vor uns gefahren. Vielleicht hat's auch was mit unserem Ross. Das hat die Woche schon mal gelernt. In einer Stunde bin ich in Thurnsberg und da habe ich Gewissheit. Ja, sicher, da hast du recht. Aber zuerst stärkst du bei uns beim Essen, gell? Bevor du losmarschierst. Den Weg kannst du sowieso sparen, Kramer. Hm? Was sagst du? Ja, so kann man den Weg sparen. Na ja, sie meinte, es ist nämlich, aber also, das ist ja so. Was plackerst denn so umeinander? Möchten die Herrschaften vielleicht jetzt frühstücken? Ja, wir haben schon gefrühstückt. Euch zwei habe ich ja gar nicht gemeint. Ja, was denn dann für zwei? Ein Bauern halt. Ja, der Bauer ist einer, und? Na, jetzt war ich aber schon gespannt. Jetzt hörst du auf deinen Red. Ein Bauern hast du gemeint, hä? Und? Schau halt in deine Kammer mal. Und was redet denn die, hä? Ein Moment. Ja, ich hätte ja. Na, ja, ich glaube, ich sehe ich nicht recht. Grüß Gott beieinander. Lohne, du! Hau bloß ab, du blöde Latschen, du! Was hast denn du in meiner Kammer zu suchen? Und zu mir sagt sie, sie fahrt zu ihrer Schwester. Ach, drum schaut ihr so drei wie ein Schweiberl. Ach, das lebendige, schlechte Gewissen. Darf ich jetzt auch einmal was sagen? Ich weiß nicht, das sieht euch ein bisschen komisch aus. Ja, komisch ist das richtige Wort. Mit Schreiß vor Lachen. Kramer, lass dir doch erklären. Und ich verzichte auf fadenscheinige Erklärungen. Ich hab mal gesehen, Adel, um Gottes Willen, Adel ist so schlecht. Das ist der Herz. Er braucht seine Tropfen. Ja, wo hat er die? In seiner Manteltasche. Lass mir du das andauern, hast du, gar nichts, was wieder angetan ist. Du musst nichts falsch denken, Kramer. Es ist wirklich nichts. Wie viel? Ja, kannst mir du das antun, Lohner? Lass mir doch einmal was erklären. Ja, wie viel? 10 Tropfen. Ich kann nicht, die zittert stark. Schickt euch doch.
Ja, ich kann auch nicht. Ist denn keiner da, der nicht zwidert? Wo bleibt denn meine Medizin? Her damit, das werden wir gleich haben. Na ja, kein Wunder, wenn wir da kein Herzkasperl kriegen. Ihr seid doch nicht so verbohrt. Da gibt's überhaupt keinen Grund für einen Herzkasperl. Vier, fünf, sechs. Geh, hab halt eine ruhige Hand. Jetzt tu noch grad weiter. Wird schon besser. Er schnauft schon ruhiger. Nein, das sehen. Ey, Polter. Ja, ein Tropfen mehr wird dir nicht schaden, gell? Wird schon besser, Gott sei Dank. Ich hab schon geglaubt, ich bleib weg. Ah, nur nicht übertreiben. Oder die Säfte. Eine blöde Frage. Das hätte ja die Tropfen nicht dabei. Da kramen 11 Tropfen. Ich brauch's nicht mehr, das weg. Ja, na, schluck ich's selber. Helft nix, na, schaut's nix. Jetzt hat's einen Peter erwischt. Nimm dir einen Kramer seine Medizin. So, jetzt können wir ja weiterreden, da wo wir vorher aufgehört haben. Ich bin also scheint heute Nacht gar nicht abgegangen da auf den Hof. Hm? Na, gewiss nicht, Bayern. Jetzt nur gut 14 Tage ausbleiben. Ach, das gefällt mir. Reden die Dienstboten schon? Hoffentlich hast du heute Nacht gut geschlafen, Bartel. Das habe ich ihn auch schon gefragt. Aber da habe ich Rimpfi noch nicht gewusst, was die Frage für ihn bedeutet. Nein, der Bauer hat keine Aufzug gemacht die ganze Nacht. Strasshofer, müssen deine Dienstboten dabei sein, wenn eine so ernste Familienangelegenheit ausdebattiert wird? Natürlich, nicht. Komm los, schwingt euch jetzt zwei ab. Keine Muxer wieder mehr hören. Wer ist denn da der Herr im Haus? Du natürlich, Bayerin. Geh weg, Thomas. Zupfst denn da und rum an mir? Ich wollte doch nur schauen, dass du besser Luft kriegst. Ich krieg schon mal Luft, wenn's auch da herin nicht die Beste ist. Ja. Was soll jetzt das wieder heißen? Da riecht's nach Ehebruch. Handel, bist du narrisch? Hast du nicht gesagt, du fährst zu deiner Schwester? War ja, frag's. So, und dann hat dich der Schutzengel schon am Straßhofer hergeführt. Ja, ob's ein Schutzengel ja war, das weiß ich nicht. Jedenfalls hat der Peter nur eine Laterne in unserem Birnbaum gehängt. Und die hat's Gott sei Dank gesehen. Mhm. Gott sei Dank. Ja, sonst wär's jetzt vielleicht tot. In irgendeinem Schneehaufen. Ja, spür doch du kein Schicksal und spuck so große Töne, du Ehebrecher, du! Anderl, was du glaubst, das ist nie passiert. Ach. Der Bartl ist Zeuge. Ha, dass ich nicht lach. Der und der Zeuge. Was Dümmers fällt da nicht ein? Ein schöner Zeuge. Da wird mir wieder der Bock zum Gärtner gemacht. Bartl. Sag halt du auch mal was. Ach, da fällt mir überhaupt was ein. Hä? Die zwei haben ja schon was miteinander gehabt, bevor der Bartl und ich geheiratet haben. Was sagst du, Mari? Hast denn du das nicht gewusst, Anderl? Ja, du Teufelsbraten, du. Du, lass die Lohne. Du ganze Rinde. Du Lust, Peggy, was und auseinander, sag ich. Was heißt und? Ach, das wär's nach schon sehen. Ja. Das seh ich dir gleich. Auf den Herzkranken losgeht. Wer hat denn angefangen? Hört sich nicht zum Streiten auf, die zwei alten Deppen. Kommen wir ja der Wahrheit nie näher. Das will er wahrscheinlich auch gar nicht. Na, Lohne, dass du mir das angetan hast. Dass du mit dem da eingelassen hast. Mit dem notigen Heiselmo. Hey, hey. Jetzt bremst aber, gell? Ach, was? Du hast keinen Grund, meinen Mann so runterzumachen, gell? Erstens ist mein Mann kein Heiselmo. Und zweitens, wenn deine Lohne tatsächlich zu meinem Bartl ins Bett neigeschlafen sein sollte, dann gehören zu dem Geschäft immer zwei dazu, die wir verantwortlich machen können. Und was ist denn du da noch schon? Was? Ja, wo ist denn raus? Wen interessiert denn das? Aus dem Armenhaus. Für mich spielt das keine Rolle. Ja, für andere schon. In solchen Familien, die ein Dutzend Kinder in die Welt setzen und dann von der Gemeinde ernähren lassen, da ist die Moral gewiss nicht daheim. Warum hast du es denn geheiratet? Hm? Warum? Ja, ich kann das schon sagen. Weil es eine schöne Larve hat. Und gut um 20 Jahre jünger ist wie du, du alter Bär. Du, den Bär nimmst du jetzt zurück? Zum Teufel, jetzt hörst du mal mit dem Sparen auf. Das sind doch Mais.
Aber weil ich zuerst vor lauter Blärmeplane gar nicht zum Nachdenken gekommen bin, fällt mir eine Frage ein. An die zwei Herrschaften. Ja, an wen? An den Kramer und an dich. Ja, was willst du denn wissen? Ja, ganz was Einfaches, Marie. Wo hast denn du heute Nacht geschlafen? Ich? Im Kirchdorf halt. Ja, in Paris habe ich auch nicht gemeint. Bei wem? Beim Kramer natürlich. Bei fremden Leuten nicht. Na, ich möchte nicht drüber nachdenken, ob wir nicht noch andere Bekannte in Kirchdorf hätten zum Übernachten. Aber die sage ich dir. Weil du mir heute vorgeschmissen hast, dass die Dienstboten schon über meinen Lebenswandel reden. Ha, über den deinigen haben sie gestern schon geredet. Ein dümmerer Retourkutsche fällt da nicht ein. Der Peter hat gestern gesagt, wie wir überlegt haben, ob du in Kirchdorf bleibst. Ja, beim Kramer über Nacht zu gehen. Dienstbotengeschwätz. Also hast du es beim Kramer geschafft oder nicht? In seinem Haus, ja. Und in welchem Bett, wenn ich fragen darf? Hast du nicht mehr heimgekommen, hab ich nicht mehr heimgekommen. Der Teufel Schnee bringt nichts Gutes. Mein Vater hat immer gesagt, viel Schnee, viel Heu, aber kein Obst dabei. Ja. Ein schöner Spruch, aber mit sowas längst einen anderen Deppenmann. In welchem Bett, das du geschlafen hast, hat dich die Lone gefragt? Sie hat jedenfalls in dem meinigen geschlafen. Aber nicht mit deinem Mann. Und ich nicht mit dem deinigen. So, wo dann? In der leeren Dienstmarktkammer hat's geschlafen, jawohl. Was in der? Da steht überhaupt kein Bett mit drin. Ich hab halt eins reingestellt, nicht? So, und was für eins hast du reingestellt? Das hat sich wirklich großartig getroffen. Die Bäuerin beim Kramer und die Kramerin beim Bauern. Seid ihr schon wieder da? Ja, draußen ist's kalt. In den Kich wollte man nicht gehen, weil man da eure stille Unterhaltung durchhört. Sehr rücksichtsvoll, ja. Ja, und dann sind wir in der Mirlia Schlafkammer, aber da ist uns eingefallen, dass ihr euch das sicher auch nicht passt. Warum? Na ja, weil jetzt die Moral gerade so stark durchgenommen wird in dem Haus. Ja, jetzt bleibt's nur da. Naja, ihr wisst ja sowieso immer mehr, wie wir alle anderen. Aber wir sind nicht bei der Moral in unserem Haus, sondern bei der im Kramer, dem Seinigen, in Kirchdorf. Glauben wir's, Bartl. Wir zwei haben die Nacht miteinander verbracht, wie Bruder und Schwester. Ja, wir auch. Besonders der Bruder. Dass der dauernd seinen Senf trägen muss. Also das geht wirklich nicht. Habt ihr hier nichts anderes da? Nein, du schweinerne Brat von selber. Da muss man sich auch nicht dauernd am Sonntag eine Arbeit suchen, ne? Na ja, dann zieht's euch warm an und geht spazieren. Das ist ein hervorragender Vorschlag. Mirl, komm, ich baue dir einen Schneemann. Ja. So, Bartl, jetzt will ich dir mal was sagen. Bis jetzt haben wir nur geredet, was war. Aber jetzt sollst du erfahren, was sein wird. Wenn sich als wahr herausstellt, was man kaum anders vorstellen kann. Dann kannst du gleich dein Zeug packen und verschwinden. Das Haus gehört mir. Und an unser Geld kommst du nicht hin. So intelligent war ich beim Notar, wenn wir geheiratet haben. Ja, aber Mari, ich bitte dich. Was wirst du denn da so komisch? Ich glaube, das kommt aus der Küche. Ach, der Schweinsbrand. Ja, jetzt muss ich ausgerechnet mitten in unserer Aussprache in Kirchen aus. Bloß weil du die mir zum Spazierengehen hast schicken müssen. Ach, du Hirsch, du. Und ich muss an die frische Luft. Da herin, da trifft mich nur der Herzschlag. Na, was sagst du jetzt? Ich glaube fast, dass wir den Vorschlag von gestern wahrmachen müssen. Was für ein Vorschlag? Dass wir zwei Fortgänger und ganz von vorne anfangen. Was? Das hätte ich gesagt. Bartl? Warst das vielleicht schon immer? Ja, schon. Aber nicht so schnell auf einmal. So was geht doch nicht langsam. Du hast doch gesagt, du hast da 2.000, 3.000 Mark zurückgelegt. Ja, da habe ich halt ein bisschen übertrieben. Und du hast gesagt, wir fangen von vorn an. Und wenn sie in Amerika waren? Loni, pass auf. Wenn mich die Marin ausschmeißt, dann bin ich bettelarm. Ja, sie hat alles mitgebracht. Auf sie ist alles geschrieben. Und das hat gestern anscheinend von nicht gut. Ja, und woandersrum? Wenn dich dein Mann wirklich gehen lässt, wird er dir auch nicht gerade ein Mitgift mitgeben. Loni, wir müssen ein bisschen geduldig sein. Auf ein Jahr hin oder her kommst du da nicht mehr drauf zusammen. Wie meinst du denn? Ja, vielleicht macht mir der Herrgott einmal zum Witwer.
Bart, lass den Herrgott aus mich pui. So jung ist mein Mari auch nicht mehr. Gott, das traust du, du Sack! Pui, Teig! Ja, aber Loni! So, seid ihr zwei allein? Ja, das siehst du. Übrigens brauchen wir ans Heimfahren momentan nicht denken. Der Sturm bricht aufs Neue los und schneimt es wie narrisch. Ist bereits alles verwahrt. So, der Schweinsbraten wäre fertig. Für den Fall, dass eins von den Herrschaften noch einen Appetit hat. Ich möchte, dass die Geschichte erst ausgeredet wird. Ich breche kein bisschen runter. Ja, wie der Herr Kramer wünschen. Also, es bleibt dabei, dass die Mari in der Dienstmarktkammer geschlafen hat und der Kramer in der Seine. Ja. Und zwischen die zwei Zimmer hat wahrscheinlich der Herr Pfarrer Nachtwache gehalten. Ach, ein blödes Gerät. Und ich soll dir glauben, dass du in der Mehrlehrerkammer geschlafen hast. Und ich lohne allein in meinem Bett. Ja. Nein, Mari. Das brauchst du jetzt nicht mehr glauben. Dein Mann, der hat gelungen. Was hat er? Gelungen hat er. Er hat an meiner Kammertür angeklopft. Ja. Und du hast ihn nein lassen? Ja. Aber Loni, das ist doch überhaupt nicht. Loni, du hast mich betrogen. Ja. Oh, mein Herz. Ach, geh, mach dich nicht über das Theater mit deinem Herz. Es geht immer zur rechten Zeit. Ich mach kein Theater. Aber jetzt sag ich dir auch was, Bartl. Jetzt sind wir quitt. Was sind wir? Quitt. Kannst ruhig in unsere leere Dienstbarkammer reinschauen. Da steht lauter altes Zeug drin, aber kein Bett. Ich hätte auch gar keins zum Reinstellen. Ja, jetzt ist die Grüne aus dem Loch. Ja, Kramer, was redst du denn da? Die Wahrheit. Genau wie die Loni. Ja, um Gottes Willen. Zu Anfang brauchst du nicht mehr Dinger, Kramer. Na, wenn man noch einen Ärger und Schnee und Sturm mehr gibt. Das hab ich schon selber gemerkt. Ich bin bloß froh, dass ihr zwei wieder da seid. Ihr seid uns gerade noch abgegangen. Nein. Draußen ist auf die Dauer zu kalt. Außerdem brauche ich ein gelbe Ruhm. Was brauchst du? Ein gelbe Ruhm. Da? Zu was? Mein Schneemann hat noch keine Nasen. Du, Bayerin, was soll man denn jetzt tun? Na, sag halt. Ich sag bloß noch eins, Mahlzeit. Mir, bring den Schweinsbraten rein. Na, komm. Jetzt wird gegessen, ob es euch schmeckt oder nicht. Dummheit macht.
Schneesturm, der Schneesturm, der lacht sich krumm, dann wird er stumm. Fast zu jeder Tagesgleislicht am Fischen. Na, gar so früh ist es auch nicht mehr. Genauso spät wie gestern, bevor die Gaudi angegangen ist. Was für eine Gaudi? Und du die Lampen an den Birnbaum gehängt hast, das war doch der Anfang von der ganzen Katastrophe. Jetzt brauchst du bloß noch sagen, ich bin schuld an dem Hausbrandhasch. Na, red doch nicht so ordentlich her. Geh weiter. Was war es, der Person? Aber man muss nicht sagen. Man kann auch mal ein bisschen was für sich behalten. Besonders über die eigene Herrschaft. Bei uns hat sich ja die Herrschaft teilt. Von Ort, Mensch und Bett. Hätten Bauern nicht so neireißen brauchen mit deinen spitzigen Bemerkungen. Aber ich kann mir schon denken, warum. Was kannst du dir denken? Das ist bei dir die Eifersucht. Tch, auf wen? Auf den Bauern. Du bist ja wegen der Kramerin neidig. Ja. Das ist sicher der Blinder, dass dir gefällt. Ja, schier ist nicht. Und verstehen kann ich das auch. Was? Ja, dass so ein junges, lebfisches Weib gerne mal was anderes sieht, als wir den alten Kramer mit seinem Herzkasperl. Wo ist er denn überhaupt? Draußen steigt er rum. Er braucht eine frische Luft, sagt er. Was bei dem Wetter? Jetzt, wo es schön gemacht mehr geht. Mein Lieber, da, wenn er nicht aufpasst in seinen Zustand, dann wird die Kramerin heute noch Witwe. Und wo sind die anderen? Ja, die Bäuerin ist in der Küche und wohnen. Ja, vielleicht hat es gestern zu viel gelacht. Das recht. Die Kramerin ist in der Schlafkammer und wohnen da. Das ist immer die letzte weibliche Waffe. Sie riecht sie her, weil es gut wohl. Da geht halt nichts. Jetzt ist der Schnee schon her, als wir unter Stummfenster. Und die Haustür, die kommen auch bloß mehr an Spaltbreit aufdrückt. Hoffentlich ja so weit, dass der Trauma wieder reinkommt. Ja, bloß wo der Bauer steckt, weiß ich nicht. Er ist im Stall drin. Wir werden zuerst gerade überschaufeln geholfen. Er möchte nachschauen, ob Stalldach hält. Aber ich bin mir nicht einmal sicher, ob unser Hausdach den Schnee aushält. Ja, um Gottes Willen, Peter, was tun wir denn, wenn was passiert? Wenn's Krachen anfangen, auf jeden Fall gleich rausrennen, bevor das Haus über uns zusammengeht. Du bleibst doch bei mir, Peter. Freilich, wenn's doch meinst, dass ich auf die Kramerin stehe. Vielleicht nicht. Okay, ich bin doch kein Depp. Nein, das bist du nicht. Das haben wir doch schon mal gesagt. Ich bleib bei dir. Für immer. Für immer hast du nicht gesagt. Mein ganzes Leben. Ja, Peter, soll das vielleicht der Heiratsantrag sein? Schaut ganz so aus. Das ist ja ganz was Neues. Ja, weißt du, wenn man einmal zwei Tage eingeschneit ist, da kommt man halt auf allerhand Gedanken. Warum hast du mir denn das letzte Nacht schon gesagt? Da waren wir erst einen Tag eingeschneit. Du bist vielleicht der Fuchs. Fuchs oder Hass, aber ich hätte jetzt gern eine Antwort. Ja oder nein? Ach, Peter, ich darf ja so gern ja sagen. Du bist wirklich ein ganz lieber Kerl. Das brauchst du mir nicht sagen, das weiß ich ja selber. Aber... Auwe, jetzt kommt ein Aber. Aber? Aber, wenn ich ans Heiraten denke, dann fällt mir ein, du hast nichts und ich hab nichts. Und zwar mal nichts ist nichts, meinst du, gell? Was hast du in der Schule anders gelernt? Ja, in der Schule, da habe ich recht wenig gelernt. Ich bin mehr ein landwirtschaftlicher Praktiker von. Ne? Aber das Null und Null stimmt schon, nach Adam Riese. Nur, dass ich nichts hab, das stimmt nicht. Nicht? Ja, was hältst denn du? Sache von meiner Mutter. Häusl mit Garten. 16 Tagwerk Grund. Den Viehbestand, den kann man noch vermehren. Momentan sind es ein Ross, 3 Kühe, 2 Sei. Bloß die Frau fehlt mir noch. Bäderl, und das gehört alles dir. Das ist mir alles schon zugeschrieben worden. Warum sagst du mir denn das nicht? Jetzt habe ich es dir ja gesagt. Hast du mich gefragt, ob ich ja oder nein sage? Hast du das gehört?
Ganz deutlich. Dann muss ich es gesagt haben. Dann muss ich ja sagen, Peterl. Weißt du was? Nächsten Sonntag gehen wir zum Herrn Pfarrer und stellen das Aufgebot. Vorausgesetzt, dass uns der Schnee auslässt. Ja, ja, Mirl. Also ein Häusl, ein Ros, drei Kühe, zwei Sei. Die geben heute halt lieber narischen Auftrieb, gell? Na, Peterl. Ich hätte ja ohne deinem Sack genommen. Aber so ist halt viel schöner. Zwei verheiratete Dienstboten, die gar nichts haben, das ist halt ein Armsling. Aber mein tue ich die und nicht der Häusl und deine Viecher. Gut, dass du das sagst. In Wirklichkeit habe ich nämlich gar nichts. Was sagst? Jetzt hast du auf einmal wieder nichts? Nicht auf einmal, schon immer. Nicht einen halben Dachziegel. Ich hab bloß hören wollen, auf was der Lieb hinausgeht und wie weit es langt. Das war aber jetzt nicht recht schief von dir. Ich hab dir ja gesagt, es fällt an allerhand ein, wenn man zwei Tage eingeschneit ist. Das war nur so ein Schneesturm-Wunschtraum. Na ja, dann müssen wir halt im Dienst bleiben. Das Haus und Hof nicht glücklich machen, das sieht man ja um uns rum. Aber Haus und Hof machen auch nicht unglücklich. Das macht nur die eigene Dummheit. Ach, ich weiß nicht, ob das von denen zwei Paare so besonders dumm war. Weißt, manchmal schlittert man bloß in sowas rein. Mei, bist du gescheit. Hast nicht auch noch einen guten Rat für unseren armen Anfang? Ganz einfach. Wir müssen im Dienst bleiben. Und wenn du nichts hast, mit dem anfangen, was ich hab. Was, du hast was? Was hast du? Ein bisschen mehr schon, wie du nicht. Nämlich? Ja, da muss ich jetzt nachdenken. Also, von der Mutter her noch ein Sparbücherl mit so 100 Markel. Und? Und das, was ich mir im Dienst weggelegt hab, das sind so ungefähr 40 Mark. Macht miteinander 140 Mark. Da kann uns ja überhaupt nichts mehr passieren. Und weiter? Weiter? Ja, ein Quantrucher habe ich noch. Und ein bisschen eine Wäsche. Und ein paar neue Schuhe. Und nichts mehr. Ach, Peterl, es wird schon gehen. Natürlich geht's. Wir haben uns gern. Wir sind jung und wir können arbeiten. Ja, Peterl. Einen guten Appetit. Entschuldigt, Schubauer. In der Richtung steht mir das Entschuldigen nicht recht an. Wenn du deine Frau suchst, die ist in der Küche und warnt. Na, da hat es auch einen Grund. Oder sucht vielleicht die Kramerin? Na, wo ist denn Loni? In eurer Schlafkammer. Und warnt auch. Dann hat es auch einen Grund. So. Mit sowas macht man gar nichts Spaß. Nein, zum Lachen ist es nicht. Na, mich kennt heute der größte Hans Wurst nicht zum Lachen bringen. Das braucht es auch nicht. Euch vier hat der Wind so schön zusammendrungen, dass kein Fünften zu eurer Unterhaltung braucht. Glaubst du, Peter, ich kann mich jetzt nicht einmal mehr über dich ärgern. Das ist ein Fortschritt. Was macht meine Frau in der Küche, außer weinen? Sie riecht zum Abendessen her. Bissl eine Wurst und ein Greifel. Und der Peter soll dann noch unter in den Keller und ein Bier rauchen. So traurig kann es einem Menschen gar nicht gehen, dass er nicht essen muss. Sag einmal, Mari, weißt du in unserer Lage nichts anderes zu tun, als wie ein Strümpfstoff? Ich weiß wirklich nicht mehr, was ich tun soll. Wir könnten ja mit Schäkere dich nicht spielen. Ging mir gerade noch. Kannst du bloß die Lohne reinholen, ne? Vielleicht darf es euch unterhalten, wenn ich was bekannt gibt. Du? Was denn? Wir zwei möchten heiraten. Ihr? Ja? Überlegt euch das dreimal. Zehnmal. Das ist aber eine zünftige Gratulation. Ja, du wirst verstehen, Peter, dass ich heute nicht gerade lustige Schnabber da hüpfe zu einem neuen Ehestand singe. Ne?
Ja, nicht. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich tun soll. Gestern hast du es gewusst. Ja, wenn man nur auseinander können hat, was war und was gelungen ist. Ich jedenfalls hab nichts eingestanden. Aber der Kramer. Kramer, der spinnt oder er ist ein Lump. Ja, da kannst du recht haben. Ach, ich kenne mich nicht mehr aus. Ich bin ganz verzagt. Ich wäre fertig. Aber ich glaube, wir können nicht fahren. Nein, heute nicht mehr. Ich bin ganz verzagt. Habt ihr es gehört? Sie auch. Fragt sie bloß, wer da der Lump ist. Das weiß nur einer. Wer? Du. Herrschaftszeiten, da kannst kaum mehr schnaufen da draußen. Und herin mag ich auch nicht sein. Kannst direkt am Leben verzagen. Das ist jetzt der dritte Verzager. Jetzt braucht nur noch der Bauer als Trinzen anfangen. Dann haben wir einen Trag wartet. Um Gottes Willen, was war jetzt das? Dachstuhl, die halte schnell aus dem Haus. Peter, wir müssen den Dachboden auf, komm. Ich glaube nicht, dass wir von der Dachluken aus den schnell runterschieben können. Aber abstützen können wir von Ihnen was. Ist noch Werkzeug drauf. Ja, alles zum Prügeln und Stangen auch. Ja, da nichts für einen Aufbruch. Wartel, meinst du wirklich, wir sind in Gefahr? Ja, Mari. Und wenn der Dachstuhl wirklich zusammengeht, möchte ich die Hausmauer nicht garantieren. Ja, der Hof ist alt. Ja, dann liegt man schön beieinander unter den Trümmern. Drei Paul. Vielleicht kam ich nicht über den Mürzling, dass wir schien. Ja? Warum sind sie nur die Bauersleute gut haben? Jetzt schwarf ich nicht lang, Kim. Ich geh mit und heimfall. Dann lässt die Puh helfen können. Was nur, vielleicht kannst du uns was zulangen. Oh, nein, ich wollte es nachher nicht mehr aus. Am liebsten lachen die auf und davon. Ach, hat's dir in meinem Haus besser gefallen, ha? Und in meinem Bett? Und die in dem meinigen? Weißt was? Wenn ich heimkomme, dann verbrenne ich meine Matratzen. Und ich wisch meine ganze Schlafkammer mit Weihwasser aus. Weiber, darf doch nicht so geifern. Wir sind in Lebensgefahr. Bett's lieber. Ich weiß nicht, ob mein Leben so begehrenswert ist, dass ich mich vorherbetten soll. Und du, Loni? Möchtest wieder zurück in dein Altersleben? Weißt das noch nicht. Aber weißt schon, als Frau von einem Kolonialwarenhändler und zweiten Bürgermeister hast du halt doch ein bisschen mehr Ansehen, als wie die Frau von so einem Einödbauern, der wo nicht einmal ein elektrisches Licht hat. Und den, wo seine Frau ausgeschmissen hat. Jetzt habe ich einen ganzen Haufen schnell unterbrochen. Ja, gleich. Lieber Himmel, Vater, hilf. Jetzt kannst du doch betten, gell? Jetzt glaube ich, jetzt bleibt bei mir, ja, nimm nichts mehr. Dann kommst du zu mir. Ja. Ja. Alles sei so besser. Jetzt glaube ich, sind wir noch mal mit dem Leben davon gekommen. Ja, mir auch ein Seillob und dann. Wäre eine harte Strafe gewesen für das, was du mir angetan hast, Loni. Na, Mari, ich hab dir nichts angetan. Mein Gewissen ist dran. Wenn du schon glaubst, dass der Herrgott im Spiel ist, dann straft er uns wegen euch. Wegen dir und meinem Mann. Was? Was sagst du da? Du hast mich schon verstanden, Mari. So, das Herrgott ist überstanden. Der Dachstuhl hebt. Ja, aber sind nicht die Mirl und der Peter? Die räumen drum noch ein bisschen zusammen. Außerdem hat es den Anschein, als ob die Schneetreiben und der Sturm nachlassen. Hört's es? Ja, ja, das ist ja gut, das ist alles recht und schön, Bartl, aber wir haben da herin inzwischen ganz andere Neuigkeiten. So, was denn? Setz dir mal daher. Der Loni ist jetzt auf einmal eingefallen, dass das gar nicht stimmt, was sie uns heute Vormittag eingestanden hat. Was? Das ist mir nicht auf einmal eingefallen. Ich habe jetzt erst die Wahrheit gesagt. Loni, ja Gott sei Dank, dass du jetzt endlich die Wahrheit sagst. Die Wahrheit ist nur, dass es jetzt wieder abstreitet, ihr Geständnis. Glaubst du es ihr vielleicht nicht? Also, ich habe es fast auch nicht glauben können.
das verstehe ich schon. Der Mensch glaubt das Schlechte immer am liebsten und am ehesten. Ja, geh sei doch nicht so vernagelt, Grammer. Man muss doch auch an das Gute im Menschen glauben. Ich möcht's ja gern. Andern. Was ich heute Vormittag gesagt hab, vom Straßhof und von mir, das war gelogen. Schön wär's. Loni, ich glaub, bei denen zwei musst du deutlicher werden. Also, hab ich heute Nacht angeklopft bei dir? Nein. Hab ich einen Schritt in die Schlafstube gemacht? Nein. Ja, Loni, da muss ich dir ja gleich ein Puzzle geben. Untersteh dich. Aber Loni, jetzt sag mir grad, warum um alles in der Welt hast du dich dann selber bezichtigt? Das wollen wir jetzt nicht mehr breitreden. Ich weiß und der Bartel weiß auch. Ich? Ich sag bloß Amerika. Amerika? Das glaube ich, fange ich zum Spinnen an. Und ich glaube, das tust du schon seit heute Vormittag. Sag einmal, Loni, warum hast du denn die ganze Zeit geweint und warst so verzagt? Doch nicht wegen mir. Nein, Anders, nicht wegen dir. Aber ich hab's überstanden. Dann werden wir halt das andere auch noch überstehen müssen. Ja, Leidl, wenn die Sache so ist, dann muss ich auch was berichtigen. Zwischen der Mari und mir ist natürlich auch nichts Unrechtes geschenkt. Nee, kannst ruhig nach Kirchdorf fahren und in unsere Dienstmannkammern einschauen. Da steht natürlich immer noch ein Bett drin und nicht bloß altes Zeug. Und die Mari und ich haben unter einem Dach geschlafen, aber ganz bestimmt nicht in einem Zimmer. Na, da hört's es. Ja, aber Anderl, warum hast du dann zuerst so verkehrt dahergeritten? Weil ich mich geschämt hab. Weil du mir von denen da auf den Kopf zugesagt hast, dass du mich betrogen hast. Da hab ich rot gesehen und hab mir gedacht, haust du her, hau ich zurück. Da habe ich halt in dem Moment genauso gelogen wie du. Und auf die Idee bist du nicht gekommen, dass meine Frau dir vielleicht widersprechen könnte. Doch, aber ich habe damit gerechnet, dass die Mari nach dem Geständnis von der Loni so beleidigt ist, dass sie nichts mehr sagt. Und die Rechnung ist aufgegangen. Ach, ich Rimpi. Ja, das hört man selten von einer Frau. Ja, aber wenn das alles stimmt, da sind wir schon als ein ganz fürchterlicher Deppenhaufen. Ja. Anderl, glaubst du mir denn jetzt? Loni, ich will dir was sagen. Was sich der Mensch wünscht, das glaubt er gern. Hört, hört, der Kramer ist ein Weiser. Und du, Bartel, glaubst du das auch? Mari, ich will dir was sagen. Was sich der Mensch wünscht, das glaubt er gern. Das muss ich schon mal wo gehört haben. Na, also, jetzt gibt's euch die Hand, ihr zwei Mannsbrüder. Und die alte Freundschaft ist wieder hergestellt. Ha? Eingeschlagen. Eingeschlagen. So, jetzt haben wir's. Ja. Gibt's da vielleicht gar eine Versöhnung? Ja, Mirl, die gibt's. Ah, ich habe nur schnell den Hauszugang frei und zum Stall über, gell? Ja, wir wollen heute noch in den Stall über. Ich wohne nämlich da drin. Oder hast du es vergessen? Ach so, ja, natürlich. Heute schon wieder. Darf ich mal was fragen? Darfst. Jetzt haben wir milde gestimmt. Wie hat sich denn das bei euch so schnell wieder eingekriegt? Na ja, vielleicht brauche ich als Ehefrau euer Rezept auch einmal. Oh, wünscht ihr das nicht? Jetzt pass mal auf, mir. Alles, was ihr gestern und heute mit uns erlebt und mitgerebt habt, das hat sich alles zum Guten aufgeklärt. Ja. Das war einfach ein Irrtum nach dem anderen. Ja. Hast du das verstanden? Wenn's mir's anschaust, schon. Nein. Wir schaffen dir nichts an, außer vielleicht, dass nichts rumtratscht und aus dem Haus drängt wird. Ist dir das klar? Ich weiß nicht recht. Also, ab morgen kriegst du und der Peter jedes einen Taler mehr Lohn. Im Monat? In der Woche. Ja, dann ist uns alles ganz klar. Ja, also Prost, Prost. Prost. Ich bin schon recht froh. Am liebsten darf ich gleich heimfahren. Wirklich, Lona? Naja, das geht aber nicht. Aber bis morgen in der Früh ist der Schnee so zusammengesetzt, dass fahren könnt. Ja, da bleibt es halt nur über Nacht. Ja, und wie schlafen wir dann heute? Wir? Hoffentlich gut. Nein, nein, ich meine, wir und wo? Ja, das ist so ganz einfach. Mein Mann und ich gehen in unser Schlafzimmer.
Und in der Mühle ihrer Kammer stehen sowieso zwei Betten, ne? Da schlafen dann der Grammer und die Grammerin. Aha. Und ich schlaf natürlich wieder in der Küche. Natürlich. Ja, oder hat's dir da nicht gefallen? Am liebsten gang ich gleich ins Bett. So müde bin ich. Tja, ja, das kommt von der letzten Nacht. Hm? Ich meine, in einem ungewohnten Bett. Natürlich. Na ja, dann geht's halt. Der Wille, kann man jetzt noch über die Stirn ab. Gleich die erste links. Geh mal, Loni. Gute Nacht, Bernd. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Ihr habt sogar keine Lampen. Ja, was brauchen wir heute Nacht? Eine Lampen. Weißt du was, Tadl? Wir gehen ja rein ins Bett. Oder bist du nicht müde? Ach, wir eine Stunde. Das kommt auch von der letzten Nacht. In einem ungewohnten Bett. In einer Lampe ist sogar kein Petroleum. Ja, zu was brauchen denn wir heute Petroleum? Sowieso nicht mehr. Ja, heute langt's mir. Ja, was sind's denn alle, hä? Bereits im Bett, in Frieden und Freundschaft. Jesus, doch hoffentlich nicht über Kreuz. Na, na, schon wieder ganz brav. Wie es sich gehört, das war alles nur ein Irrtum und es ist alles wieder im Lot. Na. Ja. Die zwei Paare waren sich letzte Nacht genauso treu wie in ihrer Hochzeitsnacht. Und dass wir ja nichts anderes umeinander tratschen, sagt die Bäuerin. Das gibt's zu denken. Und ab sofort kriegt ein jeder von uns einen Taler mehr Lohn. In der Woche. Dann gibt's mir nicht mehr zu denken. Du Bäderl, jetzt sag einmal ganz ehrlich. Glaubst du, dass die Vieri ein reines Gewissen haben? Die Vieri glauben's. Und das ist die Hauptsache. Denn es steht geschrieben, wer glaubt, wird selig. Ja, bloß wir zwei haben halt noch einen weiten Weg bis zu unserer Seligkeit. Meinst? So. Lies einmal. Ja, ja, Bäderl, das ist ja Übergabe vom Notar. Ja, du hast ja doch das Anwesen. Ja, mit Grund und Boden. Ros und Kier und Sei. Nur Frau fällt mir noch. Die hast auch, Peter. Ja, du Schuft, warum hast du mir denn zuerst angelogen? Das war eine sogenannte Prüfung. Nein, das war gescheert. Hast du es ja bestanden? Hast gemeint, ich hab nichts und hast mir doch nicht den Laufpass gegeben. Mir, Peter. Heid? Wir? Hoffentlich gut. Nein, nein, ich meine, wir und wo? Ja, das ist so ganz einfach. Mein Mann und ich gehen in unsere Schlafkammer. Und in der Mühle ihrer Kammer stehen sowieso zwei Betten, ne? Da schlafen dann der Grammer und die Grammerin. Aha. Und ich schlaf natürlich wieder in der Küche. Natürlich. Ja, oder hat's dir da nicht gefallen? Am liebsten gang ich gleich ins Bett. So müde bin ich. Tja, ja, das kommt von der letzten Nacht. Hm? Ich meine, in einem ungewohnten Bett. Natürlich. Na ja, dann geht's halt. Der Wille, kann man jetzt noch über die Stirn ab? Gleich die erste links. Geh mal, Loni. Gute Nacht, Bernd. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Ihr habt sogar keine Lampen. Ja, was brauchen wir heute Nacht? Eine Lampen. Weißt du was, Tadl? Wir gehen ja rein ins Bett. Oder bist du nicht müde? Ach, wir eine Stunde. Das kommt auch von der letzten Nacht. In einem ungewohnten Bett. In einer Lampe ist sogar kein Petroleum. Ja, zu was brauchen denn wir heute Petroleum? Sowieso nicht mehr.
Heute langt's mir. Ja, was sind's denn alle? He? Bereits im Bett, in Frieden und Freundschaft. Jesus, doch hoffentlich nicht über Kreuz. Na, na, schon wieder ganz brav, wie es sich gehört. Das war alles nur ein Irrtum und es ist alles wieder im Lot. Na. Ja, die zwei Paare waren sich letzte Nacht genauso treu wie in ihrer Hochzeitsnacht. Und dass wir ja nichts anderes umeinander tratschen, sagt die Bäuerin. Das gibt's zu denken. Und ab sofort kriegt ein jeder von uns einen Taler mehr der Lohn. In der Woche. Dann gibt's mir nicht mehr zu denken. Du Bäderl, jetzt sag einmal ganz ehrlich. Glaubst du, dass die Vieri ein reines Gewissen haben? Die Vieri glauben's. Und das ist die Hauptsache. Denn es steht geschrieben, wer glaubt, wird selig. Ja, bloß wir zwei haben halt noch einen weiten Weg bis zu unserer Seligkeit. Meinst? So. Lies einmal. Ja, ja, Bäderl. Hast du gut geschlafen? Ah, eigentlich nicht so recht. Was möchtest du zum Frühstücken haben? Was es halt so gibt bei euch. Aber zuerst werde ich mir gern waschen. Wo geht denn das? Ja, geh nur gleich mit mir in die Küche, zeig das schon. Ich riech dann gleich zum Buttern her, gell? Ja, ruf mir nur. Ich helfe dir dann schon. Du da drin? Ich? Ja, wer denn sonst? Oder war außer dir noch wer drin? In der Schlafkammer. Ich glaub nicht. Ja, klar, du hast nichts wissen. Und du weißt genau, dass kein Mensch und kein Viech da drin war gerade, außer dir. Ja, Viech habe ich auch keins gesucht. Ja, das braucht's ja nicht, weil du selber ein Rindviech bist. Also, was hast du gesucht da drin? Ja, es ist ja wohl nicht üblich, dass der Knecht in der Herrschaft ihrer Schlafkammer rumschnuffelt. Nein, nein, ich wollte bloß was schauen. Was? Obst, Obst. Obst? Du weißt doch ganz genau, dass die Winteräpfel und die Gläsen am Dachboden drum sind. Nein, ganz was anderes. Ich meine Obst. Also, wenn du dich mit dem Obst aufhörst, dann schmiere da eine. Aber nein, schauen wollte, ob du da drin bist. Ah, hinter mir her spionieren, das mag ich. Aber ich war nicht drin, oder? Nein, jetzt nicht. Du blöder Hund, du blöder. Wirst du schon achten. Herrschaft Zeppi, warum habt ihr mich nicht geweckt? Ja, was hättest denn bei den Wieder versammt? Und dann am Sonntag auch noch. Ja, und überhaupt, wir hätten ja gar nicht gewusst, wo wir klopfen sollten. Also in dein Hirnkastel. In dein schwarzen Hirn haben sie wohl einen Semischmarrn eingeschüttet, und das Umrühren vergessen. Konzentriert, ihr wisst doch ganz genau, dass ich in der Mirl ihrer Kammer geschlafen hab. Also ganz genau wisst man das nicht. Aber sein könnt's. Was heißt das, sein könnt's? Ich bin da gerade die Treppen runtergekommen, oder? Ja, das schon, aber du könntest erst vor einer Stunde oder vor einer halben Stunde. Oder vor einer Viertelstunde. Was könnte ich da? Über die Treppen aufgegangen sein. Und das heißt für dich, dass ich die ganze Nacht hier unten war? Vielleicht. Ja, das heißt mir nichts wissen, du blöder Herrin. So, übrigens, dürft ihr zwei ganz stark sein, gell? Ja, wir zwei. Die Mirl und du? Ja, meinst du, ich bin so damisch und hab nicht gemerkt, dass du die ganze Nacht bei ihr in der Küche warst? Ah, da schau her. Kannst du schnarchen und schauen zugleich. Ich hab nicht die ganze Nacht geschnarcht und in die Küche. Sag dich davon. Ja. Aber das Null und Null stimmt schon, nach Adam Riese. Nur, dass ich nichts hab. Das stimmt nicht. Nicht? Ja, was hältst denn du? Sag von meiner Mutter. Eisel mit Garten, 16 Tagwerk Grund. Den Viehbestand, den kann man noch vermehren. Momentan sind sie Ros, 3 Kier, 2 Sei. Bloß Frau fehlt mir noch. Bäderl, und das gehört alles dir? Das ist mir alles schon zugeschrieben worden. Warum sagst du mir denn das nicht? Jetzt habe ich es dir ja gesagt. Hast du mich gefragt, ob ich ja oder nein sag? Hast du das gehört? Ganz deutlich. Dann muss ich es gesagt haben.
Dann muss ich ja sagen, Peterl. Weißt du was? Nächsten Sonntag gehen wir zum Herrn Pfarrer und stellen das Aufgebot. Vorausgesetzt, dass uns der Schnee auslässt. Ja, ja, Mirl. Also ein Häusler, Ros, drei Kürz, was sei. Wir geben heute lieber einen narischen Auftrieb, gell? Na, Peterl. Ich hätte ja ohne deinem Sack genommen. Aber so ist halt viel schöner. Zwei verheiratete Dienstboten, die gar nichts haben, das ist halt ein armes Leben. Aber mein tue ich die und nicht der Häusl und deine Viecher. Gut, dass du das sagst. In Wirklichkeit habe ich nämlich gar nichts. Was sagst? Jetzt hast du auf einmal wieder nichts? Geht auf einmal, schon immer. Nicht einen halben Dachziegel. Ich hab bloß hören wollen, auf was der Lieb hinausgeht und wie weit es langt. Das war aber jetzt nicht recht schief von dir. Ich hab dir ja gesagt, es fällt an allerhand ein, wenn man zwei Tage eingeschneit ist. Das war nur so ein Schneesturm-Wunschtraum. Na ja, dann müssen wir halt im Dienst bleiben. Das Haus und Hof nicht glücklich machen, das sieht man ja um uns rum. Aber Haus und Hof machen auch nicht unglücklich. Das macht nur die eigene Dummheit. Ach, ich weiß nicht, ob das von den zwei Paaren so besonders dumm war. Weißt, manchmal schlittert man bloß in sowas rein. Mei, bist du gescheit. Hast nicht auch noch einen guten Rat für unseren armen Anfang? Ganz einfach. Wir müssen im Dienst bleiben. Und wenn du nichts hast, mit dem anfangen, was ich hab. Was, du hast was? Was hast du? Ein bisschen mehr schon, wie du nicht. Nämlich? Ja, da muss ich jetzt nachdenken. Also, von der Mutter her noch ein Sparbücherl mit so 100 Meikel. Und? Und das, was ich mir im Dienst weggelegt hab, das sind so ungefähr 40 Meikel. Macht miteinander 140 Meikel. Da kann uns ja überhaupt nichts mehr passieren. Und da schlafst du schön brav in deiner Kammer beim Roststall. Ja. Abwarten und Tee trinken. Du schlafst ja heute auch wieder in deiner Kammer. Jetzt ist meine Kammer. Was hast du denn auf einmal? Ich brauche bloß Nachschauen in meine Kammer. Zu was? Ob er drin ist. Wer? Gebäderl. Ist dir denn dein Hirn jetzt ganz eingefroren? Der Bauer natürlich. Ja, ich hab gemeint, der ist da drin. Jetzt denk einmal nach, Bäderl. Du hast doch gerade selber gesagt, dass wir einen gewissen Verdacht, aber durchaus keinen Beweis haben. Ja, das Letzte, was wir vom Bauern wissen, ist, dass er auf der Ofenbank gesessen ist. Ja, und geschnarcht hat. Ja, und später kann er genauso gut in Maikammern aufgegangen sein, wie da rein. Also, als Mann darf ich sagen, da rein. Der hat einen stärker gezogen haben, als wenn dein leeres Zimmer. Na, vielleicht ist er gar nicht so schlecht, wie du denkst. Also, meine Erfahrung ist, die Männer sind wie Streichhölzer. Wir als Feuerfanger verlieren seinen Kopf. Hast du den deinigen auch verloren? Ja, aber gern. Ja, jetzt hast du halt doch aus Versehen einmal meinen Löffel erwischt. Jetzt wärst du dann gleich sterben. Nicht aus Versehen. Absichtlich habe ich deinen Löffel genommen. Bloß damit du siehst, dass man nicht graust vor dir. Wirklich, Peter? Ja. Guten Morgen. Guck, wir brauchen dich nicht genieren. Guten Morgen. Guten Morgen, Kramerin. Hast du gut geschlafen? Ah, eigentlich nicht so recht. Was möchtest du zum Frühstücken haben? Was es halt so gibt bei euch. Aber zuerst werde ich mir gern waschen. Wo geht denn das? Ja, geh nur gleich mit mir in die Küche, ich zeig das schon. Ich riech dann gleich zum Buttern her, gell? Ja, ruf mir nur. Ich helfe dir dann schon. Du da drin? Ich? Ja, wer denn sonst? Oder war außer dir noch wer drin? In der Schlafkammer. Ich glaub nicht. Ja, klar, du hast nichts wissen.
du weißt genau, dass kein Mensch und kein Viech da drin war gerade, außer dir. Ja, Viech habe ich auch keins gesucht. Ja, das braucht's ja nicht, weil du selber ein Rindviech bist. Also, was hast du gesucht da drin? Ja, es ist ja wohl nicht üblich, dass der Knecht in der Herrschaft ihrer Schlafkammer rumschnuffelt. Nein, nein. Ist aber ein Kind. Jetzt schon. Ja, du meinst, wir hätten wegen euch die eine Liegerstadt schnell aufbett? Na, das nicht. Da könnte man schon was anderes anmahnen. Was denn? Ja, dass du zum Beispiel mit der Kramerin in einem Bett. Du, jetzt schlagst 13. Wenn's dein Mannsbild wärst, dann hätte ich da aber nicht schmieren. Nun, no, no. Ja, muss ich mir den in meinem Haus alles gefallen lassen. Nein, das nicht, aber schau, ich hab halt nur nachgedacht, was ich sag, wenn mich die Bayerin fragt, wie das heute Nacht alles war. Ja, die Bayerin fragt solche Sachen nicht dich, die fragt schon mich. Und du halt's gefälligst deinen Schnabel. Ah, dann darf ich also nicht sagen, was ich gesehen hab. Doch, aber nicht, was du dir in deinem Hirnkastel da einpulst. So, und jetzt gehst du mal in deine Kammern auf. Und schaust, ob in dein Bett wer drin gegen ist oder nicht. Das wäre auch kein Beweis. Wieso? Weil man sein Bett nicht ansieht, ob wirklich jemand drin gegen ist oder ob es bloß so hergerichtet worden ist, dass er so ausschaut, als wäre einer drin gegen. Das ist weder narrisch! Ach, ich streite mich da nicht lang umeinander. Wer ist denn überhaupt der Herr im Haus? Du? Also. Aber nur solange die Bayerin nicht da ist. Und jetzt meinst du, weil es nicht da ist, bin ich dir Rechenschaft schuldig? Na, mir nicht. Ja, aber ich lieg halt nicht gern, wenn mich die Bayerin fragt. Jetzt pass einmal auf, Mirl. Wenn du der Bayerin Geschichten erzählst, dann weiß ich vielleicht auch eine, die da dazu passt. Von dir und vom Peter. Hä? Ja, vom Peter seinem nächtlichen Besuch bei die Küchenhaferl. Was, das weißt du? Du sagst, gell? Ja, ich weiß schon, dass das nicht recht war. Aber bei dir ist es zehnmal schlimmer. Ein verheirateter Mann darf sowas überhaupt nicht machen. Oder er muss es so machen, dass nicht jede blinde Hähne merkt. Wie lange stehst denn du schon dahinter? Ist doch wurscht. Wir haben ja keine Geheimnisse voreinander. Was? Wir zwei, meine ich natürlich. Guten Morgen. Guten Morgen. Loni. Ja, dann gehen wir zum Buttern. Immer. Meinen hat das Schneetreiben fast aufgehört, hm? Ja, und der Wind geht auch nicht mehr so arg. Wäre ich halt doch nach dem Café gleich heimfahren. Na, bis Mittag bleibst du auf jeden Fall. Na, da steht die Sonne höher. Und das Wetter ist ein paar Stunden sicherer. Du, sag einmal, da kommen zwei aufs Haus zu. Wie ist das? Ich glaube gar, das ist mein Mari. Auf jeden Fall ist der daneben, mein Anderl. Der Mann? Der Pfeil grad. Um Gottes Willen, was tue ich denn jetzt? Deshalb werde ich die Welt nicht gleich einstürzen, aber auf dich vorbereiten muss ich dich zwar ein bisschen. Geh geschwind in meine Kammer. Ah, grüß dich, Spaßhofer. In der Richtung steht mir das Entschuldigen nicht recht an. Wenn du deine Frau suchst, die ist in der Küche und warnt. Da hat's auch einen Grund. Oder sitzt vielleicht die Kramerin? Ja, wo ist denn Loni? In eurer Schlafkammer. Und wohnt auch. Dann hat's auch einen Grund. So. Mit sowas macht man gar nichts Spaß. Nein, zum Lachen ist's nicht. Na, mich kennt heute der größte Hans Wurst nicht zum Lachen bringen. Das braucht's auch nicht. Euch vier hat der Wind so schön zusammendrungen, dass kein Fünften zu eurer Unterhaltung braucht's. Glaub's, Peter, ich komme jetzt nicht einmal mehr über dich ärgern. Das ist ein Fortschritt. Was macht meine Frau in der Küche? Außer weinen. Sie riecht zum Abendessen her. Ein bisschen eine Wurst und ein Greifes. Und der Peter soll dann noch unter den Keller und ein Bier rauchen. So traurig kann es einem Menschen gar nicht gehen, dass er nicht essen muss. Sag einmal, Mari, weißt du in unserer Lage nichts anderes zu tun, als wie ein Strümpfstoff? Ich weiß wirklich nicht mehr, was ich tun soll. Wir könnten ja mit Schäkere dich nicht spielen. Ging mir gerade noch ab. Kannst du bloß die Lohne reinholen, ne? Vielleicht darf es euch unterhalten, wenn ich was bekannt gibt. Du? Was denn? Wir zwei möchten heiraten. Ihr? Ja?
Überlegt euch das dreimal. Zehnmal. Das ist aber eine zünftige Gratulation. Ja, du wirst verstehen, Peter, dass ich heute nicht gerade lustige Schnabberhüpfe zu einem neuen Ehestand singe. Ja, nicht. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich tun soll. Gestern hast du es gewusst. Ja, wenn man nur auseinandergehört hat, was war und was gelungen ist. Ich jedenfalls habe nichts eingestanden. Aber der Kramer. Kramer, der spinnt oder er ist ein Lump. Ja, da kannst du recht haben. Ach, ich kenne mich nicht mehr aus. Ich bin ganz verzagt. Ich wäre fertig. Aber ich glaube, wir können nicht fahren. Nein, heute nicht mehr. Ich bin ganz verzagt. Habt ihr es gehört? Sie auch? Fragt sie bloß, wer da der Lump ist. Das weiß nur einer. Wer? Du. Herrschaftszeiten, da kann es kaum mehr schnaufen da draußen. Und herin mag ich auch nicht sein. Du kannst direkt am Leben verzagen. Und die Kramerin gleich nebenan in eurer Kammer. Ich weiß nicht, ob ihr das recht ist. Ach, Herrschaftsseppi, sollte der Peter doch recht haben, dass wir da einen extrigen Plan dazu brauchen. Also gut, die Kramerin schlaft in unserer Kammer, ich schlaf in der deinigen und du schlafst in der Küche. Passt so, dem gnädigen Fräulein? Besser schon. Ah. Du Bauer. Bei mir sind alle zwei Betten überzogen. Schlafst du denn im linken, gell? Das ist nur unbedingt. Ja. Na dann, gute Nacht, Freimann. Gute Nacht. Das ist doch die Höhe, um was sich die alles kümmern werden. Wenn du das du gefallen lässt. Ich wünsche auch allerseits eine schöne gute Nacht. Ja, der Teufel, wie soll ich die holen heute Nacht? Herzlichen Dank. Tu dich nicht ärgern, Bartel. Deine Leute schauen heute drauf, dass die Moral in deinem Haus keinen Schaden nimmt. Gott, Moral. Da versteht auch jeder was anderes drunter. Und was verstehst du drunter? Ich brauch keine solche Moral. Ich glaube immer, so redst auch bloß, weil deine Frau nicht daheim ist. Ja, du, das ist ja überhaupt das Schönste an dem heutigen Tag. Loni, lass mich heute Nacht rein zu dir. Das ist doch nicht dein Ernst. Ja doch, gespannt doch niemand. Also du bist doch immer noch der Gleiche. Kannst immer noch nichts erwarten. So eine Gelegenheit kommt so schnell nimmer. Jede Nacht kann die bei dir liegen. Wenn du nicht damals... Geh damals. Ja, damals. Ich hab die gern gehabt. Oh, ich hab die heute noch gern. Ach, Loni. Wenn ich dir so anschau, so jung und frisch und... Und dabei an mein Aldi denk. Bartel, du hast dich geheiratet. Und dass er gut 12 Jahre älter war, wie du, das hast du damals auch gewusst. Ja, aber du hast dein Anderl geheiratet. Ja, von dem rede ich aber nicht so. Hey, reden hin, reden her. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht an dich denk. Über 12 Jahre kein Tag, das glaubst du selber nicht. Ja, ich schwör's dir. Jetzt sitzt das Schwören auch nichts mehr. Damals, da war's gegangen. Damals? Wir denn? Der Hof war schuld. Vier Geschwister habe ich auszahlen müssen. Der Termin fürs Zertrümmern war auch schon angesetzt. Und dann ist auch noch mein Vater gestorben. Meine letzten 50 Mark sind für einen Leichenschmaus draufgegangen. Ich kenne die Geschichte. Von da hätte ich die nehmen sollen. Da wären wir noch alle zwei runtergeschwommen und ich hätte dich mitgezogen. Meinst nicht, dass wir es überlebt hätten? Überlebt schon. Aber wie stimmt man heute da? Ja. Natürlich schlechter wie du jetzt, wo du die Mari mit dem vollen Geld genommen hast und mich hast sitzen lassen. Ja, ich habe ja gedient und studiert, aber mir ist nichts anderes eingefallen. Siehst du, Loni, das Schicksal will, dass du beim Straßhofer übernachtest. Ja, wenn man einen lahmen Gaul und einen Schneesturm als Schicksal betrachtet, dann kennt's stimmen. Na, hör nicht auf den, der ist heute schon den ganzen Tag so frech. Ich bin nicht frech. Ich denk nur scharf nach. Über was? Wo wir heute schlafen? Da muss man doch drüber nachdenken, nicht? Ja, du nicht. Einen genauen Plan braucht man. Wer wo schlaft? Ja, die Einteilung mach schon ich, gell? So, auf die Einteilung bin ich neugierig. Ja, das kann ich mir denken, aber das geht dich einen Schmarrn an. Heute kommen wir von den Schmarrn nicht mehr runter.
Also als Kavalier fragt man natürlich zuerst die Dame, wo sie am liebsten schlafen möchte. Die Dame darf am liebsten heimfahren. Ach, Geloni, das wäre doch bei dem Wetter der reine Selbstmord. Nein, nein, du bleibst bei uns und schlafst in unserer Kammer. Was? In der Kammer von dir und deiner Frau? Freilich. Frau braucht mir eine Frau, die ist ja nicht da. Vielleicht gar in der Marie im Bett? Ja, warum nicht? Ja, das ist das beste Zimmer im Haus. Ja, reine Bäder bitten bei der Herrschaft. Bei mir als Knecht findest du bloß einen Strohsack. Du redst nicht nur blöd, du schaukst auch blöd. Schau ich blöd? Ja, und wir? Das muss ich ganz in Gedanken machen. Also bevor sie euch jetzt in die Haare kriegt, wer von euch blöder schaut, sag einmal, Bartl, glaubst du im Ernst, die legert mich zu dir in die Kammer? Der schon. Was ist ein Saukopf, jetzt schaukt, dass du in die Küche rauskommst zu deiner Mühle und drehst durch. Hätte ich vielleicht doch kein Lampenaussinger sehen. Bartl, das war doch jetzt nicht dein Ernst, das mit dem Schlafen bei dir. Ja, ich schlaf natürlich ganz woanders. Ich wollte nur unsere beste Ligastadt anbieten. Dein Knecht, meine, hat es aber anders verstanden. Ja? Oh nein, so sind's heute die Dienstboten. Früher hätten wir's rausgeschmissen. Wo darfst dann du schlafen? Heute Nacht? Ja, da wird sich schon was finden. Außer natürlich, du bestehst darauf, dass ich bei dir schlafe. Da könnt ihr natürlich nicht Nein sagen. Du bist doch immer noch der gleiche Spaßvogel wie damals, mein lieber Bartl. Mein lieber Bartl. Ja, das habe ich lang nicht mehr gehört. Bist das ja auch schon lang nicht mehr. Wie lang ist jetzt das her? Was? Dass du öfter zu mir, mein lieber Bartl, gesagt hast. Auf jeden Fall sehr lang. Ja, lang, lang ist her, lang ist her. Ja, sing nur du. Ach, auf jeden Fall ist das wunderschön, dass du endlich mal wieder bei mir bist. So, Adela, schau, da habe ich jetzt deinen Kaffee. Ein Schmalznudel habe ich auch noch gefunden. Dankeschön. Du bist auf dem Tisch. Ah. Dreht der Peter endlich die Mille durch? Ja. Zu Bauer. Bei meinem anderen meinst du? Was? Ich glaube, es ist doch gescheiter, wenn ich weiterfahre. Aber das kommt überhaupt nicht in Frage. In das Wetter lasse ich die nicht raus. Klammerin, magst du was zum Essen oder soll ich da einen Kaffee machen? Nein, ich brauche nichts. Du hörst das ruhig sagen. Eine saure Mille wäre auch noch da. Dann schon lieber eine Tasse Kaffee. Ja, ist recht. Da mir einen solchen Schneesturm braucht, dass wir uns einmal wiedersehen, Luni. Ja, mei. Auf einem Einödhof macht man halt so schnell keinen Besuch. Eher schon beim Kramer in der Stadt. Ja. Ja. So, Kramerin, dein Pferd habe ich dir versorgt. Dankeschön. Auf der rechten Hinterhand Land dabei. Jetzt ist das auch noch. Ja, was weißt denn da das auch noch? Siehst du, Luni, das Schicksal will, dass du beim Straßhof übernachtest. Hm. Ja, wenn man lahmen Gaul und ein Schneesturm als Schicksal betrachtet, dann kennt's stimmen. Na, hör nicht auf den, der ist heute schon den ganzen Tag so frech. Ich bin nicht frech. Ich denk nur scharf nach. Über was? Wo wir heute schlafen? Da muss man doch drüber nachdenken, nicht? Ja, du nicht. Einen genauen Plan braucht man. Wer wo schlafen? Na, die Einteilung mach schon ich, gell? So, auf die Einteilung bin ich neugierig. Ja, das kann ich mir denken, aber das geht dich einen Schmarrn an. Heute kommen wir von den Schmarrn nicht mehr runter. Also als Kavalier fragt man natürlich zuerst die Dame, wo sie am liebsten schlafen möchte. Die Dame darf am liebsten heimfahren. Ach, Geloni, das wäre doch bei dem Wetter der reine Selbstmord. Nein, nein, du bleibst bei uns und schlafst in unserer Kammer. Was? In der Kammer von dir und deiner Frau? Freilich. Frau braucht mir eine Frau, die ist ja nicht da. Vielleicht gar in der Marie im Bett? Ja, warum nicht? Ja, das ist das beste Zimmer im Haus. Ja, reine Bäder bitten bei der Herrschaft. Bei mir als Knecht findest du bloß einen Strohsack. Du redst nicht nur blöd, du schaukst auch blöd. Schau ich blöd? Ja, und wir? Das muss ich ganz in Gedanken machen. Also bevor sie euch jetzt in die Haare kriegt, wer von euch blöder schaut, sag einmal, Bartl, glaubst du im Ernst, die legert mich zu dir in die Kammer? Der schon. Was ist ein Saukopf, jetzt schaukt, dass du in die Küche rauskommst zu deiner Mühle. Und drehst durch. Hätte ich vielleicht doch kein Lampenaussinger sehen. Bartl, das war doch jetzt nicht dein Ernst, das mit dem Schlafen bei dir. Ja, ich schlaf natürlich ganz woanders. Ich wollte nur unsere beste Ligastadt anbieten.
Dein Knecht, meine, hat es aber anders verstanden. Oh nee, so sind's heute die Dienstboten. Früher hätten wir's rausgeschmissen. Wo darfst dann du schlafen? Heute Nacht? Ja, da wird sich schon was finden. Außer natürlich, du bestehst darauf, dass ich bei dir schlafe. Da könnt ihr natürlich nicht Nein sagen. Du bist doch immer noch der gleiche Spaßvogel wie damals, mein lieber Bartl. Weil ein Bahn seine Risse lieber sind, als wie sein Weib. Jetzt schmiere ich da dann einiger. Warum bist du denn gar so grantig? Nur weil ihr so frech seid. Ich hänge auf jeden Fall eine Laterne in den Birnbaum, damit die Bayern in der Nacht nicht gar am Haus vorbeistopft. Na, von mir aus hängst du selber im Birnbaum. Ja, da wäre viel Platz. Soll ich dir einen Ast reservieren? Rotschläf, jetzt schaust aber dann. Es geht schon auf 17:30. Und Bayern ist immer noch nicht zurück. Naja, dabei hat's gesagt, um 4 Uhr willst du daheim sein. Das hat's leicht sagen können, wie der Sturm noch nicht gegangen ist. Also an so einen Schneesturm kann ich mich nicht erinnern, soweit ich denken kann. Gar so weit wirst du nicht denken können. Aber du? Ja, schon eher. Naja, aber durch so einen fliegerten Schnee ist natürlich wirklich kein Durchkommen. Aha, jetzt sagst du es selber, gell? Naja, das ist ja auch ein Unterschied, ob sowas der Bauer sagt oder das Gschind. Nur immer recht freundlich. Oh, so eine Sau wieder. So, bist schon wieder herunter von deinem Birnbaum. Ja. Die Lampen sieht man weit. Das darfst du mir glauben. Na, ich glaub's dir ja. Hm? Was gibt's denn zu essen? Ein Schmarrn und ein Tauch. Tauch. So was gescheit's. Warum? Wie möchtest denn du sagen? Glätzen? Ausbieren und Zwetschgen? Du brauchst bloß noch sagen Dörrkompott. Dann ist der Stotfrag fertig. Ich glaub's ja nicht, dass die Frau heute überhaupt noch kommt. Ja, Grutzi, Fünferl übereinander habt ihr denn hier von gar nichts anderem was zum Reden da, hä? Warum passt dir das Thema nicht, wenn man ein bisschen Anteil nimmt? Ja, für meine Frau nehme ich ja selber Anteil. Gar so viel scheint's nicht. Schmarrn. Der kommt gleich. Wer? Der Schmarrn. Du brauchst Rauchen gar nicht erst anfangen. Das Essen ist nämlich schon fertig. Ja. Jetzt kommen da die Sticker raus und Kleffi. Geh weiter, rühr dich halt ein bisschen. Ja. Wie lange braucht man denn vom Kirchdorf rauf? Knapp eine Stunde. Aber nicht heut. Du könntest später schon anfangen, der Schmarrn kommt gleich. Lange Vater, so ist es heute gestern. Alle Augen warten auf dich, oh Herr, und du gibst ihnen ihre Speise zu seiner Zeit. Du tust deine milde Hand auf und sättigest alles, was da lebet, mit Wohlgefallen. Amen. Mahlzeit. Die Frau nehme ich ja selber Anteil. Gar so viel scheint's nicht. Schmarrn. Der kommt gleich. Wer? Der Schmarrn. Du brauchst Rauchen gar nicht erst anfangen. Das Essen ist nämlich schon fertig. Ja. Jetzt kommen da die Sticker raus und Kleffi. Geh weiter, rühr dich halt ein bisschen. Ja. Wie lange braucht man denn vom Kirchdorf rauf? Knapp eine Stunde. Aber nicht heut. Du könntest später schon anfangen, der Schmarrn kommt gleich. Lange Vater, so ist es heute gestern. Alle Augen warten auf dich, oh Herr, und du gibst ihnen ihre Speise zu seiner Zeit. Du tust deine milde Hand auf und sättigest alles, was da lebet, mit Wohlgefallen. Amen. Mahlzeit. Mahlzeit. Du hast schon wieder einmal mein Leffe. Gib ihn her. Du, erstens hast du die Leffin aufgelegt und zweitens wäre es ja ein furchtbares Unglück, wenn du mal den meinigen erwischen darfst. Gibt's eine Ruhe? Der Mensch meint scheint, ich bin giftig. Das muss alles seine Ordnung haben. Wenn du da von mir graus brauchst, das bloß sagen. Mein Gott, was habe ich denn jetzt schon wieder verbrochen? Weil's wahr ist. Ich glaub's ja nicht. Was? Dass Bayern durchkommt.
Und bergauf geht's auch noch. Von Kirchdorf zu uns rauf. Himmel, Schimmel, ist denn das heute dein einziges Thema? Hoffentlich bleibt's in der Finsternis nicht im Schnee stecken. Ach, tut der Türken erst weg! Jetzt hätte ich wohl was gesagt. So blöd wird's auch du nicht sein, dass ihr in den tiefsten Schnee reinrennt. Wenn man vorwärts geht, wird's halt umkehren. Bergab ist's ja immer noch leichter. Oder meint's nicht, ihr Gescheiteln? Hoffentlich. Schmeckt dir mein Schmarrn nicht? Na, ihr vertreibt so einen Appetit schon. Ich weiß gar nicht, was du hast, Pa. Mir schmeckt der Schmarrn. Wenn's nach Kirchdorf zurückgeht, dann übernachts vielleicht beim Kramer. Wieso? Nix, ich mein bloß. Da bleibt's gewiss gern. Was soll denn das bedeuten? Da bleibt's gewiss gern. Wegen dem schönen Sprichwort. Alte Liebe rostet nicht. Ach, blöds Quatsch. Also Peter, jetzt schneid's aber ab. Das geht dich doch wirklich nichts an, was die zwei miteinander gehabt haben, bevor sie verheiratet waren. Grutze Türken, jetzt fangt die auch schon wieder an. Merkt's euch eins. Nein, hat sich heute halt ein anderer gefunden, der wegen deinem Weib seine Rüste nicht schon. Du. Ich helf ausspannen. Du Bauer, möchtest dich jetzt mit mir noch auf die Ofenbahn setzen? Blödsinn. Aha. Jetzt ist die Katze wieder im Haus, gell? Nee, ich glaub's einfach nicht. Ja, wie käme denn mein Weib zu einem fremden Schlitten? Das werden wir gleich hören. Ja, grüß Gott beieinander. Ja, du bist es, Loni. Ja, die Kramerin. Ja, gib mir nur gleich dein Kleidchen weiter. Jetzt haut's mir um mich, so viel Schnee hat. Ja. Sag einmal, wo kommst denn du her, Loni, bei dem Sauwetter? Bei meiner Schwester war in Thunsberg. Mein Mann, der Anderl, der hat ja gleich gesagt, fahr ein anderes Mal. Ich schaff nach Schnee her. Aber meine Schwester hat ja bloß am Samstagnachmittag Zeit. Ja, wer hätte denn auch damit gerechnet, dass so ein Schneesturm aufkommt? Ja, Claudia, schau, da hab ich jetzt ein paar Hausschuhe für dich. Sie hat nur gleich deine Stiefel hinaus. Das ist nett, danke schön. Du bleibst natürlich bei uns über Nacht, Loni. Jetzt schauen wir mal. Vielleicht lässt das Schneetreiben doch noch nach. Na, ganz ausgeschlossen, dass du heute noch weiterfährst. Schön. Wo ist denn deine Frau? Die Mari. Die sind die Kreis da drunter. Was? Zu uns? Ja, könnte schon sein. Ja, zum Einkaufen halt. Und da ist jetzt noch nicht zurück? Sie ist halt genauso vom Schneesturm überrascht worden wie du. Ach so. Ja, natürlich. Ja, aber wo meinst du, dass sie über Nacht bleibt, wenn sie nicht mehr weiterkommt? Keine Ahnung. Am ehesten nur bei euch. Bei meinem anderen meinst du? Was? Ich glaube, es ist doch gescheiter, wenn ich weiterfahre. Aber das kommt überhaupt nicht in Frage. In das Wetter lasse ich die nicht aus. Kramerin, magst du was zum Essen oder soll ich da einen Kaffee machen? Nein, ich brauche nichts. Du hörst das ruhig sagen. Eine saure Milch wäre auch noch da. Dann schon lieber eine Tasse Kaffee. Ja, ist recht. Da mir einen solchen Schneesturm braucht, dass wir uns einmal wiedersehen, Loni. Ja, mei. Auf einem Einödhof macht man halt so schnell keinen Besuch. Eher schon beim Kramer in der Stadt. Ja. Das. Da, Kramerin, dein Pferd habe ich dir versorgt. Dankeschön. Auf der rechten Hinterhand lang dabei. Jetzt hast du das auch noch. Ja, was heißt denn da das auch noch? Siehst du, Loni, das Schicksal will, dass du beim Straßhofer übernachtest. Hm. Ja, wenn man lahmen Gaul und einen Schneesturm als Schicksal betrachtet, dann kennt's stimmen. Na, hör nicht auf den, der ist heute schon den ganzen Tag so frech. Ich bin nicht frech. Ich denk nur scharf nach. Über was? Wo wir heute schlafen? Da muss man doch drüber nachdenken, nicht? Ja, du nicht. Einen genauen Plan braucht man. Wer wo schlaft. Ja, die Einteilung mach schon ich, gell? So, auf die Einteilung bin ich neugierig. Ja, das kann ich mir denken, aber das geht dich einen Schmarrn an. Heute kommen wir von den Schmarrn nicht mehr runter. Weißt doch, acht Kinder waren wir im Gemeindehaus und nichts zum Nagen und nichts zum Beißen. Der Kramer hat uns halt immer unterstützt und am Ende habe ich ihn dann geheiratet. Viel Auswahl habe ich ja nicht gehabt. Am Land geht's doch immer nach dem Heiratsgut. Und den ich mein hätte, den habe ich ja nicht gekriegt. Und den du gekriegt hast, den magst du? Nein, das darf ich nicht sagen, Bartl. Mir geht's recht gut beim anderen. Ja, besonders viel Spaß wirst du ja nicht haben daheim. Na, er ist doch immerhin seine 25 Jahre älter wie du. Spaß. Ich weiß nicht, ob im Leben der Spaß immer so wichtig ist. Jetzt kommt die Bayerin! Was?
Um Gottes Willen, was ist mit der Bayerin? Jetzt kommt die Bayerin bestimmt nicht mehr. Wollte ich sagen, bei dem Schneetreiben. Peter, jetzt sag ich dir was. Du gehst jetzt in deine Schlafkammer in Rostal. Und wenn ich dich heute noch ein einziges Mal da herin sehe, du, dann schmeiß ich dir einen Steher Holz nach. Jetzt scheit ein einziges. Dankeschön für den frommen Gute-Nacht-Wunsch. Loni, könnten wir zwar nicht noch einmal von vorne anfangen? Mein Backe. Wo wir ans Anfangen gedacht haben, da waren wir 12 Jahre jünger. Ja, wir könnten immer noch Kinder kriegen. Na, Backe. Jetzt ist spät. Ach, wir packen alles zusammen. Du, so 2.000, 3.000 Mark habe ich auf der Seite. 2.000, 3.000 Mark, das reicht doch nicht ewig. Und wo wollten wir zwar die schon hin? Ja, auf jeden Fall weg von da. Ganz gleich wohin, wenn nur du mitgehst. Na, von mir aus nach Amerika. Bartl, Amerika. Da gibt es ja noch mehr Arbeitslose wie bei uns, Millionen. Und was haben wir zwar schon gelernt? Ja, ich kann immer noch arbeiten und richtig hinlangen, wenn es sein muss. Muss denn sein? Muss nicht sein, Loni. Weißt du was? Jetzt schlafen wir mal drüber. Und morgen, da reden wir dann weiter. Über uns zwei. Über uns zwei? Gute Nacht, Bartl. Gute Nacht, Loni. Loni. Ja? Lass mich heute noch drin zu dir. Mein Bartl. Du Bitchin! Dass aber keiner was merkt. Jetzt, yes, Mara und Josef, was tust denn du da? Ja, Kornmann nicht. Bei Pfeifenstopfen. Ich hab gemeint, du bist in meiner Kammer. Ja, und ich hab gemeint, du schlafst schon in der. Also, ich weiß nicht, Bauer. Wenn die Bayerin erfahrt, dass du in der Küche geschlafen hast, wo Quartier nicht drin ist. Und die Kramerin gleich nebenan in einer Kammer. Ich weiß nicht, ob ihr das recht ist. Ach, Herrschaftsepp, wie sollte der Peter doch recht haben, dass wir da einen extrigen Plan dazu brauchen. Also gut, die Kramerin schlaft in unserer Kammer, ich schlaf in der deinigen und du schlafst in der Küche. Passt so, dem gnädigen Fräulein? Besser schon. Ah. Du Bauer, bei mir sind alle zwei Betten überzogen. Schlafst du halt in dem linken, gell? Das ist nur unbedingt. Ah, ja, ja, ja. Na dann. Gute Nacht, Mann. Gute Nacht! Das ist doch die Höhe, um was sich dir alles kümmern werden. Wenn du das du gefallen lässt? Ich wünsche auch allerseits eine schöne gute Nacht. Ja, der Teufel, wie soll ich die holen heute Nacht? Herzlichen Dank! Tu dich nicht ärgern, Bartl. Deine Leute schauen heute halt drauf, dass die Moral in deinem Haus keinen Schaden nimmt. Gott, Moral, Moral. Da versteht auch jeder was anderes drunter. Und was verstehst du darunter? Ich brauch keine so eine Moral. Ich glaube immer, so redst auch bloß, weil deine Frau nicht daheim ist. Ja, du, das ist ja überhaupt das Schönste an dem heutigen Tag. Loni, lass mich heute Nacht rein zu dir. Bartl, das ist doch nicht dein Ernst. Ja doch, gespannt doch niemand. Also du bist doch immer noch der Gleiche. Du kannst immer noch nichts erwarten. So eine Gelegenheit kommt so schnell nimmer. Jede Nacht kann die bei dir liegen. Wenn du nicht damals... Geh damals, damals. Ja, damals. Ich hab die gern gehabt. Oh, ich hab die heute noch gern. Ach, Loni. Wenn ich dir so anschau, so jung und frisch und dabei an mein Aldi denk. Bartl, du hast die geheiratet. Und dass um gut 12 Jahre älter war, wie du, das hast du damals auch gewusst. Ja, aber du hast dein Anderl geheiratet. Ja, von dem rede ich aber nicht so. Hey, reden hin, reden her. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht an dich denke. Okay. Über 12 Jahre kein Tag, das glaubst du selber nicht. Ja, ich schwör's dir. Jetzt sitzt das Schwören auch nichts mehr. Damals, da war's gegangen. Damals? Wir denn? Der Hof verschuldet. 4 Geschwister habe ich auszahlen müssen. Der Termin fürs Zertrümmern war auch schon angesetzt. Und dann ist auch noch mein Vater gestorben. Meine letzten 50 Mark sind für einen Leichenschmaus draufgegangen.
Ich kenne die Geschichte. Ja, von da hätte ich die nehmen sollen. Da wären wir noch alle zwei runtergeschwommen und ich hätte dich mitgezogen. Meinst nicht, dass wir es überlebt hätten? Überlebt schon. Aber wie stimmt man heute da? Ja, natürlich schlechter wie du jetzt, wo es die Mari. Ja. Wie lange braucht man denn vom Kirchdorf rauf? Knapp eine Stunde. Aber nicht heut. Jetzt bitte schon anfangen, der Schmarrn kommt gleich. Lange Vater, so ist es heute. Alle Augen warten auf dich, oh Herr, und du gibst ihnen ihre Speise zu seiner Zeit. Du tust deine milde Hand auf und sättigest alles, was da lebet, mit Wohlgefallen. Amen. Mahlzeit. Mahlzeit. Du hast schon wieder einmal mein Leffe. Gib ihn her. Du, erstens hast du die Leffin aufgelegt und zweitens wäre es ja ein furchtbares Unglück, wenn du mal den meinigen erwischen darfst. Gib's eine Ruhe. Der Mensch meint schon, ich bin giftig. Das muss alles seine Ordnung haben. Wenn du von mir graust, brauchst du es bloß sagen. Mein Gott, was habe ich denn jetzt schon wieder verbrochen? Weil's wahr ist. Ich glaub's ja nicht. Was? Dass Bayern durchkommt. Und bergauf geht's auch noch. Von Kirchdorf zu uns rauf. Himmisch, himmisch, ist denn das heute dein einziges Thema? Hoffentlich bleibt's in der Finsternis nicht im Schnee stecken. Ach, tut der Türken, erst weg! Jetzt hätte ich wohl was gesagt. Also blöd wird's auch da nicht sein, dass ihr in den tiefsten Schnee reinrennt. Wenn man vorwärts geht, wird's halt umkehren. Bergab ist's ja immer noch leichter. Oder meint's nicht, ihr Gescheiteln? Hoffentlich. Schmeckt dir mein Schmarrn nicht? Na, ihr vertreibt so einen Appetit schon. Ich weiß gar nicht, was du hast, Bar. Mir schmeckt der Schmarrn. Wenn's nach Kirchdorf zurückgeht, dann übernachts vielleicht beim Kramer. Wieso? Nix, im Morgen bloß. Da bleibt's gewiss gern. Was soll denn das bedeuten? Da bleibt's gewiss gern. Wegen dem schönen Sprichwort, alte Liebe rostet nicht. Ach, blödsinn, was? Also bitte, jetzt schneid's aber ab. Das geht dich doch wirklich nichts an, was die zwei miteinander gehabt haben, bevor sie verheiratet waren. Grutze Türken, jetzt fangt ihr auch schon wieder an. Merkt's euch eins. Das geht euch zwei einen Dreck an, verstanden? Und gewesen ist da überhaupt nichts mit Grammer und der Bayerin. Vorher natürlich, habe ich gemeint. Vorher nicht und nachher erst recht nicht. Und nachher hat kein Mensch was gesagt. Darf ich den Herrn Knecht vielleicht fragen, warum er sich dauernd in meine Ehesachen einmischt? Hey, der ist immer so. Mit dem Feingefühl ist bei dem nicht weit. Schluck ist selber. Heißt nichts, nachher schaut's nichts. Jetzt hat's den Peter erwischt. Nimmt ja dann Kramer seine Medizin. So, jetzt können wir ja weiterreden, da wo wir vorher aufgehört haben. Ich bin also scheint heute Nacht gar nicht abgegangen da auf den Hof. Hm? Na, gewiss nicht, Bayern. Jetzt nur gut 14 Tage ausbleiben. Doch, das gefällt mir. Reden die Dienstboten schon? Hoffentlich hast du noch heute Nacht gut geschlafen, Vater. Ah, das habe ich ihn auch schon gefragt. Aber da habe ich Rimpfi noch nicht gewusst, was die Frage für ihn bedeutet. Nein, der Bauer hat keine Augen zugemacht die ganze Nacht. Strasshofer, müssen deine Dienstboten dabei sein, wenn er so eine ernste Familienangelegenheit ausdebattiert wird? Natürlich nicht. Komm, los, schwingt euch jetzt mal ab. Keine Muxer wieder mehr hören. Wer ist denn da der Herr im Haus? Du natürlich, Bayerin. Geh weg, da, was zupfst denn da und rum an mir? Ich wollte nur schauen, dass du besser Luft kriegst. Ich krieg schon mal Luft. Wenn's auch da herin nicht die Beste ist. Ja. Was soll jetzt das wieder heißen? Da riecht's nach Ehebruch. Handel! Bist du narrisch? Hast du nicht gesagt, du fasst zu deiner Schwester? War ja, frag's. So, und dann hat dich der Schutzengel schon am Straßhofer hergeführt. Ja, ob's ein Schutzengel war, das weiß ich nicht.
Jedenfalls hat der Peter nur eine Laterne in unserem Birnbaum gehängt. Und die hat's Gott sei Dank gesehen. Mhm. Gott sei Dank. Ja, sonst wär's jetzt vielleicht tot. In irgendeinem Schneehaufen. Ja, spür doch du kein Schicksal und spuck so große Töne, du Ehebrecher, du! Anderl, was du glaubst, das ist nie passiert. Ach. Der Bartl ist Zeuge. Ha, dass ich nicht lach. Der und der Zeuge. Was Dümmeres fällt da nicht ein. Ein schöner Zeuge. Da wird mir wieder der Bock zum Gärtner gemacht. Bartl, sag halt du auch mal was. Ach, da fällt mir überhaupt was ein. Ha? Die zwei haben ja schon was miteinander gehabt, bevor der Bartl und ich geheiratet haben. Was sagst du, Mari? Hast denn du das nicht gewusst, Anderl? Ja, du Teufelsbraten, du! Du, lass die Lohne! Du ganz nicht! Lass die Lust her! Was und? Auseinander, sag ich! Was heißt und? Das hörst du auch schon. Ja. Das seh ich dir gleich. Auf einen Herzkranken losgeht. Wer hat denn angefangen? Hört sich nicht zum Streiten auf, mit zwei alten Deppen. Komm mir ja der Wahrheit nie näher. Das will er wahrscheinlich auch gar nicht. Na, Lohne, dass du mir das angetan hast. Das reden wir noch. Bäderl, und das gehört alles dir. Das ist mir alles schon zugeschrieben worden. Warum sagst du mir denn das nicht? Jetzt habe ich es dir ja gesagt. Hast du mich gefragt, ob ich ja oder nein sag? Hast du das gehört? Ganz deutlich. Dann muss ich es gesagt haben. Dann muss ich ja sagen, Bäderl. Weißt du was? Nächsten Sonntag gehen wir zum Herrn Pfarrer und stellen das Aufgebot. Vorausgesetzt, dass uns der Schnee auslässt. Ja, Mirl. Also ein Häusl, ein Ros, drei Kirz, was ein. Wir geben heute lieber einen narischen Auftrieb, gell? Na, Peter. Ich hätte ja ohne deinen Sack genommen. Aber so ist halt viel schöner. Zwei verheiratete Dienstboten, die gar nichts haben, das ist halt ein Armsling. Aber mein Doriti, und nicht der Häusl und deine Viecher. Gut, dass du das sagst. In Wirklichkeit habe ich nämlich gar nichts. Was sagst? Jetzt hast du auf einmal wieder nichts? Nicht auf einmal, schon immer. Nicht einen halben Dachziegel. Ich hab bloß hören wollen, auf was der Lieb hinausgeht und wie weit es langt. Das war aber jetzt nicht recht schief von dir. Ich hab dir ja gesagt, es fällt an allerhand ein, wenn man zwei Tage eingeschneit ist. Das war nur so ein Schneesturmwunschtraum. Na ja, dann müssen wir halt im Dienst bleiben. Das Haus und Hof nicht glücklich machen, das sieht man ja um uns rum. Aber Haus und Hof machen auch nicht unglücklich. Das macht nur die eigene Dummheit. Ach, ich weiß nicht, ob das von denen zwei Paare so besonders dumm war. Weißt, manchmal schlittet man bloß in sowas rein. Mei, bist du gescheit. Hast nicht auch noch einen guten Rat für unseren armen Anfang? Ganz einfach. Wir müssen im Dienst bleiben. Und wenn du nichts hast, mit dem anfangen, was ich hab. Was? Du hast was? Was hast du? Ein bisschen mehr schon wie du nicht. Nämlich? Ja, da muss ich jetzt nachdenken. Also, von der Mutter her noch ein Sparbüchel mit so 100 Markel. Und? Und das, was ich mir im Dienst weggelegt habe, das sind so ungefähr 40 Mark. Macht miteinander 140 Mark. Da kann uns ja überhaupt nichts mehr passieren. Und weiter? Weiter? Ja, ein Quantrucher habe ich noch. Und ein bisschen eine Wäsche. Und ein paar neue Schuhe. Und nichts mehr. Ach, Bäderl, es wird schon gehen. Natürlich. Nimm dir einen Kramer sein Medizin. So, jetzt können wir ja weiterreden, da wo wir vorher aufgehört haben. Ich bin also scheint heute Nacht gar nicht abgegangen da auf den Hof. Hm? Na, gewiss nicht, Bärin. Jetzt nur gut 14 Tage ausbleiben. Das gefällt mir. Reden die Dienstboten schon? Hoffentlich hast du noch heute Nacht gut geschlafen, Bartl. Ja, das habe ich auch schon gefragt. Aber da habe ich Rimpfi noch nicht gewusst, was die Frage für ihn bedeutet. Nein, der Bauer hat keine Aufzug gemacht die ganze Nacht. Strasshofer,
müssen deine Dienstboten dabei sein, wenn eine so ernste Familienangelegenheit ausdebattiert wird. Natürlich nicht. Komm los, schwingt euch jetzt mal ab. Keine Muxe wieder mehr hören. Wer ist denn da der Herr im Haus? Du natürlich, Bayerin. Geh weg, Thomas. Zupfst denn da und rum an mir? Ich wollte doch nur schauen, dass du besser Luft kriegst. Ich krieg schon mal Luft. Wenn's auch da herin nicht die Beste ist. Ja. Was soll denn jetzt dies wieder heißen? Da riecht's nach Ehebruch. Handel! Bist du narrisch? Hast du nicht gesagt, du passt zu deiner Schwester? War ja, Brocks. So, und dann hat dich der Schutzengel schon am Straßhofer hergeführt. Ja, ob sein Schutzengel ja war, das weiß ich nicht. Jedenfalls hat der Peter nur eine Laterne in unserem Birnbaum gehängt. Und die hat's Gott sei Dank gesehen. Mhm. Gott sei Dank. Ja, sonst wär's jetzt vielleicht tot. In irgendeinem Schneehaufen. Spür doch du kein Schicksal und spuck so große Töne, du Ehebrecher, du! Anderl, was du glaubst, das ist nie passiert. Ach. Der Bartl ist Zeuge. Ha, dass ich nicht lach. Der und der Zeuge. Was Dümmeres fällt da nicht ein. Ein schöner Zeuge. Da wird mir wieder der Bock zum Gärtner gemacht. Bartl, sag halt du auch mal was. Ach, da fällt mir überhaupt was ein. Ha? Die zwei haben ja schon was miteinander gehabt, bevor der Bartl und ich geheiratet haben. Was sagst du, Mari? Ja, hast denn du das nicht gewusst, Anderl? Ja, du Teufels Braten, du! Du, lass die Lohne! Du ganze Linken! Du Lust her, und auseinander, sag ich! Was heißt und? Das wär's da schon sehen! Ja, ja. Das seh ich dir gleich. Auf einen Herzkranken losgeht. Wer hat denn angefangen? Hört sich nicht zum Streiten auf! Jetzt war halt ein Deppen. Komm mir ja der Wahrheit nie näher. Das will er wahrscheinlich auch gar nicht. Na, Lohne, dass du mir das angetan hast. Dass du mit dem da eingelassen hast. Mit dem nodigen Heiselmo. Hey, ja. Jetzt bremst aber, gell? Ach, was? Du hast keinen Grund, meinen Mann. So, Bartl, jetzt will ich dir mal was sagen. Bis jetzt haben wir nur geredet, was war. Aber jetzt sollst du erfahren, was sein wird. Wenn sich als wahr herausstellt, was man kaum anders vorstellen kann. Dann kannst du gleich dein Zeug packen und verschwinden. Das Haus gehört mir. Und an unser Geld kommst du nicht hin. So intelligent war ich beim Notar, wenn wir geheiratet haben. Ja, aber Mari, ich bitte dich. Was wirfst du denn da so komisch? Ich glaube, das kommt aus der Küche. Ach, der Schweinsbrand! Ja, jetzt muss ich ausgerechnet mitten in unserer Aussprache in Kirchenhaus. Bloß weil du die mir zum Spazierengehen hast schicken müssen. Ach, du Hirsch, du! Und ich muss an die frische Luft. Alter, herin, da trifft mich nur der Herzschlag. Na, was sagst du jetzt? Ich glaube fast, dass wir den Vorschlag von gestern wahrmachen müssen. Was für ein Vorschlag? Dass wir zwei Fortgänger ganz von vorn anfangen. Was? Das hätte ich gesagt. Bartl? War's das vielleicht schon immer? Ja, schon. Aber nicht so schnell auf einmal. So was geht doch nicht langsam. Du hast doch gesagt, du hast da 2.000, 3.000 Mark zurückgelegt. Also, da habe ich halt ein bisschen übertrieben. Und du hast gesagt, wir fangen von vorn an. Und wenn's in Amerika waren? Loni, pass auf. Wenn mich die Marin ausschmeißt, dann bin ich bettelarm. Ja, sie hat alles mitgebracht, auf sie ist alles geschrieben. Und das hast gestern anscheinend von mir gut. Ja, und andersrum, wenn dich dein Mann wirklich gehen lässt, wird er da auch nicht gerade ein Mitgift mitgeben. Loni, wir müssen ein bisschen geduldig sein. Auf ein Jahr hin oder her kommst du da nicht mehr drauf zusammen. Wie meinst du denn? Ja, vielleicht macht mich der Herrgott einmal zum Witwer. Bart, lass den Herrgott aus mir spulen. So jung ist mein Marin auch nicht mehr. Und das traust du dir sonst? Ja, aber Loni! So, seid ihr zwei allein? Ja, die siehst ja. Übrigens brauchen wir ans Heimfahren momentan nicht denken. Der Sturm bricht aufs Neue los und schneimt es wie ein Narisch. Ist bereits alles verwahrt. So, der Schweinsbrand wäre fertig. Für den Fall, dass eins von den Herrschaften noch einen Appetit hat. Ich möchte, dass die Geschichte erst ausgeredet wird. Ich brech kein bisschen runter. Ja, wie der Herr Kramer wünschen. Also, es bleibt dabei.
dass die Mari in der Dienstmarktkammer geschlafen hat und der Kramer in der Seine. Ja. Und zwischen die zwei Zimmer hat wahrscheinlich der Herr Pfarrer Nachtwache gehalten. Ach, ein blödes Gerät. Und ich soll dir glauben, dass du in der Mehrlehrerkammer geschlafen hast. Und ich lohne allein in meinem Bett. Ja. Nein, Mari. Das brauchst du jetzt nicht mehr glauben. Nein, nein. So was habe ich auch noch nicht erlebt. Du Bauer, soll jetzt das Kochen anfangen? Ja, ich fange nicht an. Blöde Frage. Wo ist denn der Bäder? Im Stall. Muss gleich kommen. Auch die Bäuerin werde kaum antragen müssen beim Essen, oder? Ja, was weiß denn ich, ob es bei dem Schnee durchkommt? Also, wenn es gescheit ist, probiert es erst gar nicht. Ach, wenn wenigstens der Wind aufhören tät. Der war ja alles zu. Ja, wenn er nur gerade dich in die Küche auswählen tät. Ich hab ja gesagt, dass ich das Kochen anfange. Ja, gesagt hast du es. Ja, dann tu es halt endlich auch. Na, reden werden wir doch wenigstens noch dürfen. Das dürfen wir um 5 schon ein Licht machen. Ja, wird immer schöner. Ja, jetzt ist er. So, Bauer. Was ist? Schneien tut's. Und immer dicker. Also, das hätte ich jetzt gar nicht gemerkt, bis du mir's nicht gesagt hättest. Der Wind, der bloß toller bei Narischer. Ja, losen, blosen. Ja, aber die Bäuerin. Na, was geht dich die Bäuerin an? Und was soll mit dir sein? Ich meine halt, ob ich nicht einen Schlitten anspannen soll und dir entgegenfahren. Meinst? Na, ich danke dir für deinen guten Willen. Vielleicht kommt's allein nicht mehr durch. Von Kirchdorf rauf ist weit. Ist steil. Ja, dann soll es halt drunten bleiben. Drunten? Ja, warum nicht? Wir haben genügend Bekanntschaft in Kirchdorf. So eine Schinderei tue ich meine Rösser nicht an. Deine Rösser? Aha. Aber der Bäuerin schon. Jetzt schaust du aber, dass du rauskommst, gell? Nein, ich meine ja bloß. Jedenfalls, wenn Bäuerin meine Frau wäre, ich darf die Rösser anspannen. Naus! Das Essen ist bald fertig. Ja, von bald kann ich nicht runterbeißen. Du Bäder, ah? Ich hab mir gedacht, ob du nicht vielleicht den Schlitten anspannen sollst. Naja, und schauen, ob du unterwegs auf die Bäuerin triffst. Nein, der Bäder spannt keinen Schlitten an. Warum nicht? Weil ein Bauern seine Rösser lieber sind, als wie sein Weib. Jetzt schmiere ich da dann einiger. Warum bist du denn gar so grantig? Nur weil ihr so frech seid. Ich hänge auf jeden Fall eine Laterne in den Birnbaum, damit die Bäuerin in der Nacht nicht gar am Haus vorbeistopft. Na, von mir aus hängst du selber im Birnbaum. Ja, da wäre viel Platz. Soll ich dir einen Ast reservieren? Ach, du Rotschläfer, jetzt schaust du aber das. Ach, es geht schon auf 5:30.